Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? This is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a night. Dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Und damit, liebe Leute, 16.30 Uhr auf den Sonntag sind wir live mit dem Nachspiel rund um unseren Geburtstag unseres geliebten Westfalenstadions. 0-1 entführt der VfB Stuttgart die 3 Punkte aus unserem Tempel. Hallo Daniel Erven, der schreibt, hallo Toxi, hoffe es geht dir gut, mir geht es auf jeden Fall gut, meine Stimme ist ein bisschen weg und ich bin ein bisschen müde. Das liegt aber daran, dass die Nacht kurz war und reichlich Kalthopfenschale geflossen ist diese Nacht. Aber seid mir erstmal alle gegrüßt. Pierre, DB Berlin 90, Mitschi 32, Primsu, schön, dass du am Start bist. Bikuk 31, ja, guten Nachmittag, ich bin sauer, sagt er. Ich kann es irgendwo verstehen, wobei wir sprechen gleich auch drüber. Natürlich dann auch im Discord, da werden wir relativ zügig reingehen. Die Discord-Crew ist natürlich schon am Start. Das Discord-Team wird sich gleich drum kümmern. Also Ausrufezeichen Discord in beide Chats bei Twitch und YouTube. Dann bekommt ihr den Discord-Link und dann könnt ihr reinkommen und gerne mitsprechen über dieses Spiel. SMW, grüß dich. The Real UFOs auch auf Twitch am Start und als Discord-Mod auch. Das freut mich. Z-Rex. Ah, das weiß ich nicht. Das ist schon diskutabel. Das können wir auf jeden Fall gleich mit in die Diskussionsrunde nehmen, was du geschrieben hast. Kann man auf jeden Fall genau darüber diskutieren. Verdienter Sieg für den VfB, oder nicht? Also das ist auf jeden Fall schon mal eine These. Darüber können wir diskutieren. Und das werden wir tun.
Ja, und auch werden wir darüber sprechen, wie Nico Schlotterbeck das Ding aus 2 Metern nicht machen kann. Aber, ja, hast du ein Jubiläumstrikot bekommen? Ja, habe ich. Hatte ich auch gestern an im Stadion. Hat Glück gebracht. Fast. Ja, gut. Es ist halt so. Also, ja, wir sprechen gleich drüber. Ach so, das ist aber ein Thema, das können wir jetzt vorab nochmal in die Runde schicken. Katja spricht es gerade an auf YouTube. Ich fand die Stimmung gestern recht gut, weiß nicht, was alle haben. Das stimmt. Mir haben ganz viele von euch geschrieben, die nicht im Stadion waren, die es eben bei Sky geguckt haben. Und nein, ich habe noch keine Aufnahmen davon mitbekommen. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass wohl angeblich tatsächlich über weite Teile im Fernsehen nur die Stuttgarter zu hören waren. Und das liegt natürlich daran, Ergesche, ja, Stuttgart war so laut und so weiter. Folgendes Szenario, Freunde. Wenn Richtmikrofone, ne? Also ich zeige euch das einfach anhand dieses Mikrofons jetzt gleich, ne? Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Dieses Mikrofon ist jetzt in meine Richtung gerichtet und die Richtmikrofone im Stadion, die waren in Richtung Gästeblock. Das heißt, natürlich wird tontechnisch dann deutlich lauter das aufgezeichnet, in welche Richtung das Mikro steht. Ja? Und ich zeige euch das. Ich drehe dieses Mikro jetzt nur weg und rede genau gleich weiter von der Lautstärke, wie ich jetzt gerade zu euch spreche. Achtet einfach mal drauf. So, ich drehe das nur mal weg. Hört ihr mich noch? Hört ihr mich noch? Hört ihr mich noch? Hört ihr mich noch? Also ich rede genau gleich. Ich rede genau gleich, aber ihr müsstet mich deutlich leiser hören, oder? Genau, sehr leise. Ja, so ein ganz bisschen noch. 70% leiser. Dankeschön. Und das ist genau das Ding. Ihr habt mich sehr leise gehört. Und genau deswegen hat man auch die Dortmunder sehr leise gehört. Weil die Richtmikros gar nicht in die Runde gegangen sind. Ne? Das ist halt genau das Ding. Das ist halt genau das Ding. Ne? Und deswegen ist das in der Wahrnehmung tatsächlich ganz, ganz komisch. Ach, das ist kompletter Quatsch, Big Cook. Da würde ich einfach nichts drum geben. Derjenige hat halt Fernsehen geguckt und war nicht da. Ich war ja da im Stadion. Die Stimmung war super, die Stimmung war gut. Die Stimmung war richtig gut für den Geburtstag, ohne Witz. Stimmung auf der Süd war wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja, also SMW schreibt es auch gerade, wie gesagt, ich war in 82 und selbst da war es Minimum 60, 70 Minuten verteilt über Spiel sehr laut, ja. Ja, genau. Und Katja sagt auch, perfektes Beispiel, Toxi. Gestern war auf der gesamten Süd auch eine gute Mitmachquote. Ja, gestern war gut. Gestern war es gut. Und Gamerzone44 fragt, zu Recht verloren. Ja, sag ich. Warum? Einfache Antwort, wir haben die Tore nicht gemacht. Und wenn du die Tore nicht machst und der Gegner macht mindestens mal eins, steht am Ende das Königsergebnis von 1-0 für den VfB Stuttgart und dann verlierst du. Und dann ist es halt ergebnistechnisch verdient, weil wir haben es nicht gemacht, sie haben es gemacht, also verdient verloren. Dennoch inhaltlich können wir gleich wunderbar darüber sprechen. Ne? Klar, also Respekt, ne? Also Max, das muss man auf jeden Fall sagen, ne? Und dennoch haben die VfB-Fans ebenfalls super abgeliefert, das stimmt. Also der Gästeanhang war super, super drauf, die haben auch wieder schwarzen Rauch aufsteigen lassen. Ich habe ja im Vorfeld mit Felix drüber gesprochen gehabt, ob sie wohl was machen oder nicht. Der dachte eigentlich, sie machen bestimmt nichts. Sie haben aber was gemacht und Fabi 30 hat auch was gemacht, nämlich auf Twitch gerade mit Prime abonniert. Kuss und danke dafür, mein Lieber. Sehr, sehr nice. Ja, also Gästeblock war voll, mindestens mal irgendwie 8000 Stuttgarter waren es, tendenziell mehr. Nochmal, die Stuttgarter waren nicht lauter, Alex. Wahrscheinlich bist du gerade erst reingekommen. Ich habe es gerade anhand eines Beispiels gezeigt. Richtmikrofone sind das Stichwort, Leute. Das Mikro entscheidet, was laut ist. Ist das Mikro in meine Richtung gedreht? Geht das Mikro in meine Richtung, bin ich laut? Geht das Mikro nicht mehr in meine Richtung, bin ich nicht mehr laut? Ich rede aber gerade mit der komplett gleichen Lautstärke. Ich rede mit der komplett gleichen Lautstärke. Ich rede mit der komplett gleichen Lautstärke. Ich rede mit der komplett gleichen Lautstärke. So, jetzt habt ihr das nochmal gehabt.
So kann man anhand von einem Mikrofon zeigen, dass Ton leise ist oder laut ist, obwohl ich gleich laut war. Also, nein, Stuttgart war auch schon gut. Und das kann ich auch anerkennen. Das ist, war ein guter Bundesligaspieltag. Das war schon ein Topspiel von der Stimmung. Die Süd hat alles gegeben. Die Stuttgarter als Gästefans haben Vollgas gegeben. Also rundum fantechnisch war das ein guter Support für beide Mannschaften. So. Und was kann man tun, dass die Mitmachquote auf der Süd besser wird? Na, da muss sich erstmal jeder selber fragen, ob er alles gibt oder nicht, ne? Ich glaube, das ist für mich der signifikante Punkt. Du kannst noch so vorsingen, du kannst noch so dich über die komplette Breite der Tribüne aufstellen, du kannst animieren mitzumachen, auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, das machen ja unsere Ultras und das finde ich, das machen die auch gut. Aber wenn du selber einfach keinen Bock hast, das Maul aufzukriegen auf gut Deutsch, dann wird das halt nichts, ne? Also wenn mich jemand versucht zu animieren, ich habe aber partout keine Lust drauf, ja, dann lasse ich mich halt auch nicht animieren. Das ist, weiß ich nicht, ein Thema, wo sich jeder erstmal an die eigene Nase packen muss. Ja, und ich glaube, wenn das weite Teile der Fans, die auf der Südtribüne sind, tun, dass man sich mal selber fragt, hey, bin ich jetzt bereit, wenn ich auf der Süd bin, Vollgas zu geben oder nicht? Dann fängt es bei einem selbst an und wenn jeder dann anfängt mitzumachen, dann hast du auch wieder eine hohe Mitmachquote. Schwierig. Ja, Choreo, absolute Gänsehaut. Das war super. Ich kann euch auch mal was zeigen. Also das habe ich natürlich nicht gepostet. Das habe ich jetzt wirklich so ein bisschen für mich gemacht. Einfach um es so als Erinnerung zu haben. Ich gehe da mal rein. Und ihr seht schon, dass ich hier Vollgas gebe. Sekunde, ich wechsle mal eben gleich in die Handyszene, dann zeige ich es euch. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. So, jetzt können wir in die Handyszene wechseln. Und das Handybild ist verrutscht. Warum ist das Handybild verrutscht? Warum ist es jetzt da? Das ist sehr strange. Das ist sehr komisch. Das ist komisch. Ich wollte euch doch eigentlich nur was Cooles zeigen. Mal gucken, ob ich das irgendwie anders hinkriege. Wechseln wir halt wieder ins Vollbild. Ja, dann drehe ich das Handy einfach rum. So, hier. Ah, warte mal. Die Synchronisierung stoppen wir. Also Freunde, hier, habt ihr vielleicht ein bisschen was gehört von der Stimmung, die wir so gemacht haben in 13 hier, also ne? Also mitten im Rauch, mittendrin statt nur dabei, laut, geil. Ich war sehr stolz, Teil dieser Choreo gewesen zu sein und da sage ich euch auch, man hätte einen Stream machen können. Ich hätte mich sehr gefreut über den Stream, weil das macht mir hier total viel Spaß. Ich bin gerne hier bei euch, mit euch. Ich quatsch gerne bei euch, mit euch. Ich mache auch gerne diesen Live-Kommentar, das macht richtig Bock. Aber Westfalenstadion wird 50, du hast eine Karte, du bist privilegiert, du kannst da sein. Und das ist zum Beispiel das, wenn es dann wieder heißt, der macht das ja jetzt nur doch, um Geld zu verdienen. Ganz ehrlich, wenn ich einen Stream gemacht hätte, hätte ich Geld verdienen können. Wenn ich einen Stream gemacht hätte, hätte ich Aufrufe kriegen können. Wenn ich einen Stream gemacht hätte, hätte ich Kanalwachstum gekriegt. Ist alles völlig richtig, ne? Und darum geht es mir natürlich auch. Natürlich will ich Reichweiten stärker werden, größer werden und so weiter und so fort. Aber das ist halt nicht alles, ne? So, und kein Geld der Welt kann einem diese Situation geben, die man gestern erlebt hat, egal wie das Ergebnis jetzt mal ist, ne? Egal wie das Ergebnis ist. Es geht darum, Momente zu sammeln im Leben, ja? Und denkwürdige und erinnerungswürdige Momente zu sammeln. Und Geld ist schön und Geld ist auch wichtig, damit man am Ende des Tages
einfach seinen Kühlschrank vollkriegt. Ja, man muss natürlich gucken, wo man bleibt. Man muss eine Familie ernähren und so weiter und so fort. Geld ist halt eine Währung, ja, und ein Tauschmittel für ganz viele andere tolle Sachen, die man damit anstellen kann. Aber es ist halt nicht alles. Und deswegen war gestern ein Teil davon zu sein, war für mich unfassbar gut. Und das hat sau Bock gemacht. Ja, deswegen, ich war sehr, sehr stolz. Sehr, sehr stolz. Ne? Ja, die Choreo, als Zorg verabschiedet wurde, Daniel Erben, da war ich auch mit dabei. Und eins stimmt, und das sehe ich tatsächlich genauso, wie R. Gesche es gerade im Twitch-Chat schreibt. Wenn man jetzt aber auf das Ergebnis und auf das Spiel mal anfängt zu gucken, dann bringt der Bayern-Sieg am Ende eben nichts, beziehungsweise wenig. Er ist umso wichtiger, weil du dann zumindest 3 Punkte aus den 2 Spielen hast. Weil stell dir mal vor, du hättest jetzt Bayern auch noch verloren, dann gehst du mit 0 aus 2 Spielen heraus, 0 von 6. Das wäre deutlich miserabler gewesen. Aber ja, vergoldet haben wir das Ding halt nicht. Ne? Und was ich sagen muss, nein, ich hatte nicht gestern Geburtstag, aber es war gestern Geburtstag von unserem geliebten Westfalenstadion. Auch wenn das Westfalenstadion am 2. April Geburtstag hatte. Aber das wurde natürlich gestern entsprechend gefeiert. Ne? Nicht ich hatte Geburtstag, aber ich hatte gefühlt auch Geburtstag. Wir alle hatten Geburtstag gestern. Ja, es bringt halt eben unterm Strich leider nichts, ne, wenn wir auf das Spiel gucken. Und eine Sache, die bringe ich noch mit rein, die mir aufgefallen ist, wenn ich ehrlich bin, in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren, wenn es bei Borussia Dortmund, auch in den Heimspielen, auch für die Fans, ne, gar nicht mal so sehr vielleicht für die Mannschaft oder so, aber gerade auch für die Fans, vom Wert her, um irgendwas ging, hat man ergebnistechnisch, und ich sage jetzt explizit ergebnistechnisch, ne, weil aufs Inhaltliche kommen wir gleich natürlich zu sprechen, auch im Discord und so, ne, haben wir halt nicht geliefert. Haben wir ergebnistechnisch nicht geliefert. Und jetzt nehmen wir halt das gestrige Spiel. 50 Jahre Westfalenstadion, geile Choreo, hammergeil, 2. Halbzeit, Pyro, die ganze Tribüne brennt, das Stadion ist da, Topspiel, Flutlicht, geile Stimmung von beiden Mannschaften, die Fans haben alles rausgehauen. So, du erwartest irgendwie was, alles ist bereit zum Feiern so bei den Fans, die Stimmung ist einfach da, man hofft so, dass für unser Stadion, für diese Historie, für die Tradition dieses Gebäudes, dieses Stadions, dass da einfach ein Sieg bei rumkommt, dass man immer irgendwie gut an diesen Geburtstag zurückdenkt. Machen wir nicht. Mainz, schreibt Big Cook gerade rein, logischerweise, ne, im Mai, letzter Spieltag, du kannst diesen einen Schritt noch gehen, machst du nicht. Herbe Enttäuschung, gerade wieder auch für die Fans. Mainz am Geburtstag von Borussia Dortmund am 19.12. haben wir ja gegen Mainz gespielt. Das war auch kein gutes Spiel. Haben wir es zum Geburtstag auch wieder nicht gemacht. Corona, das erste Mal sind Fans wieder im Stadion. Das Stadion ist endlich wieder ausverkauft und geil. Wir haben ein Heimspiel, die Ultras sind wieder da, die Stimmung explodiert. Alle freuen sich, dass man nach der Scheiß-Corona-Pandemie endlich wieder ins Stadion kann. Es ist alles angerichtet. Du kriegst 4-0 auf die Fresse von Leipzig. Und das ist halt das, was mir sehr wehtut. Und Alex Hilbert schreibt es auch gerade nochmal relativ drastisch. Wenn es um was geht, dann kacken wir ab. Ja. Ach ja, 4-1. Entschuldigung, ich will unser Tor nicht unterschlagen. Daniel, ich will unser Tor nicht unterschlagen. Da hast du natürlich recht, stimmt, 4-1 auf die Fresse gekriegt dann gegen Leipzig. Okay. Nein, aber es ist so. Ne? Wenn es dann wirklich um irgendwas geht, auch emotional um was geht, auch für die Fans, Stadion Geburtstag, Verein Geburtstag, Meisterschaft, Corona überwunden, dann machen wir es nicht. Dann machen wir es nicht. Ja, okay, was sagst du zum Zeitspiel vom VfB? Ja, was soll man dazu sagen? Das ist halt viel Hingefalle, viel Zeitgeschinde. Ich persönlich finde es relativ scheiße. Aber wenn der Schiri es durchgehen lässt und wenn das für die ein probates Mittel ist, um Zeit von der Uhr zu nehmen, willst du machen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass sie es nicht so machen, aber sie haben es so gemacht und es hat den Zweck erfüllt, sagen wir mal. Ne? Es war ja, ganz ehrlich, für den VfB Stuttgart von Vorteil, was sie da gemacht haben. Für uns von Nachteil?
Ja, ne, und Dirk sagt auch gerade, Zeitspiel macht aber jeder in so einer Situation. Ob man das so exzessiv machen muss, ob man das so viel machen muss, so lang machen muss, so extrem machen muss, weiß ich nicht, aber ja, natürlich, theoretisch. Macht das erstmal auch jeder, das muss man fairerweise sagen. Und Leo, der VfB-Fan, ich hoffe, ihr holt noch den vierten Platz. Die Dosen dürfen nicht vor euch stehen. Grüße aus Stuttgart. Erstmal danke für die Solidarität an dem Punkt. Aber das wird sehr spannend werden mit Platz 4 und 5 und überhaupt. Ja, ja, Leveling und Undav, die kleinen Clowns. Ja, dass man da natürlich dann als Fan der anderen Mannschaft sehr emotionalisiert ist und angepisst ist und die am liebsten, weiß ich nicht, dahin jagen würde, wo keine Sonne scheint. Ne? Das ist natürlich logisch. Ich glaube, das würde den Stuttgartern andersrum genauso gehen. Ich sag jetzt mal, wir sind in einer ähnlichen Situation und Adeyemi fällt alle 2 Sekunden. Ich glaube, dann wünschen die VfB-Fans den Adeyemi in die Wüste. Ne? So hatten wir natürlich unsere Freunde Leveling und Undav und so. Ja, ja, aber es wurden eben auch 9 Minuten nachgespielt und das hat sich ausgeglichen. Astro Boy hat da auch recht. Und wie gesagt, unterm Strich haben wir es einfach nicht gezogen. Ne? Die Möglichkeiten waren ja da. Da. Wie gesagt, wir gehen da inhaltlich gleich auch im Discord rein. Also deswegen sage ich jetzt inhaltlich gar nicht viel zum Spiel. Das möchte ich dann gerne mit euch im Discord auch besprechen und diskutieren. Und dann kam aber nochmal gerade von Zeddy auch die Frage, ob ich das Schlotterbeck-Interview bei Sky gesehen habe mit Wasserzieher. Natürlich habe ich das mitbekommen und gesehen und ich sage euch, ja, er ist natürlich drüber, ne? Nico ist natürlich pisst und sauer und bläh und will er nicht. Und ich glaube, wenn die ersten Emotionen bei ihm weg sind, dann weiß er auch, na, okay. Aber ich finde die Frage in dem Moment halt auch Quatsch. Ich meine, worauf will Wasserzieher denn genau hinaus? Ja, was soll er ihm denn sagen, warum er das Ding aus 2 Metern nicht macht? So, der war überhastet. Man sieht vielleicht einmal mehr, warum Nico eher der Innenverteidiger und nicht der Stürmer ist. Ja, logisch. Und ja, ja, zu unseren Fans so nah zu laufen, das war schon scheiße. Das war provokant auf jeden Fall. Aber nochmal zurück zu Schlotti. Was ich aber geil finde, ist, du merkst eben bei dem Interview von Schlotti bei Wasserzieher, dass der einfach frustriert und angepisst ist. So. Und genau, Goat sagt es auch gerade so. Ich finde es null schlimm von Nico. Ich finde es auch nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Ich finde es eher sogar gut. Ich finde das eher sogar gut, weil das zeigt, da ist Emotion da. Und Nico Schlotterbeck war halt wirklich im Sinne von Borussia Dortmund angesickt. Den hat das geärgert. Den hat das einfach geärgert. Ja? Und das sind mir eigentlich tatsächlich Reaktionen, die mir lieb sind. Ein Thema kann ich natürlich auch hier nochmal aufgreifen. Haben wir schon auf Instagram einen Fass aufgemacht, ne? Auch wenn das jetzt wahrscheinlich viele von euch gar nicht so sehen und sagen, ey, jetzt übertreibt der Typ wieder komplett und so. Ey, eure Meinung, völlig in Ordnung, darf jeder haben, ne, seine eigene Meinung und meine Meinung ist nur meine Meinung und die muss keinem gefallen. Aber das ist zum Beispiel dieses Salih Özcan-Ding, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es teilweise mitbekommen habt oder nicht, dass halt ein Salih Özcan dann erstmal direkt nach dem Spiel den Gerasi-Post liked auf Insta und ja, sie haben bei Köln zusammengespielt. Das ist mir schon klar, definitiv, die sind Kumpels, die sind Freunde, whatever. Aber es ist für mich tatsächlich, und das ist meine Interpretation dieser Sache, und das ist einfach auch meine Meinung, die sage ich, du hast eine gewisse Außendarstellung in dem Moment, wo du sowas repräsentativ machst als Spieler vom BVB, das Spiel ist vorbei. Und der Post von Gerasi sagt ja, ey, das ist ein big win, das ist ein massive win, das ist total wichtig gewesen, Hammer. Und erstmal liken wir das. Ich meine, Sali, was soll ich dir sagen, Bruder? Für uns wäre das auch ein wichtiger Sieg gewesen. Wir wären mit einem Punkt rangerückt. Stuttgart wäre nur noch ein Zähler weg gewesen. Leipzig hat 15:30-4:1 gegen Freiburg gewonnen. Wäre super wichtig gewesen, wenn Borussia Dortmund, dein Arbeitgeber, dieses Spiel gezogen hätte. So. Haben wir aber nicht. Aber deswegen liken wir halt erstmal bei Gerasi. Ja, Hammer. Ja, big win, massive win. Ganz ehrlich, ich denke mir so, wenn du irgendwie damit zum Ausdruck bringen willst, hey, Gerasi, Glückwunsch, Junge, freut mich für dich, dass du so ein starkes Spiel gemacht hast, weil wir sind gut miteinander, alles klar, mach Shake Hands, geh in die Kabine, quatsch mit dem Jungen, mach meinetwegen sogar ein medienwirksames Foto mit dem Trikottausch, die kennen sich von Köln, schreib darunter irgendwie von wegen, hey, Glückwunsch zum Sieg, sollte heute nicht sein, was weiß ich,
bist du sogar irgendwie in meinen Augen ein fairer Sportsmann, ein fairer Verlierer, wenn du sowas machst. Aber einfach so, ja, like, Hammer. Das zeigt für mich halt einfach genau, und das interpretiere ich jetzt einfach mal so, wie es bei mir ankommt, das zeigt halt die Identifikation mit dem Verein. Das interessiert den gar nicht. Spiel ist vorbei. Das war so, scheiß mal auf 50 Jahre Westfalenstadion gerade. Das klammer ich jetzt gerade mal aus, weil das interessiert die Spieler nicht. Ne? Also nicht scheiß auf 50 Jahre Westfalenstadion, ihr versteht, was ich meine. Aber das klammer ich mal im Sinne der Spieler aus, weil die sollten sich auf das Fußballerische, Inhaltliche konzentrieren. Aber das ist fußballerisch für Borussia Dortmund so ein relevantes Spiel. Das ist so ein wichtiges Ding. Und du verlierst es zu Hause am dann Geburtstag des Westfalenstadions auch noch. Und dann fällt dir als erstes ein, drei Minuten später, lag ich mal den Gerassi-Post oder was? Also, raff ich nicht so. Ich verstehe das nicht. Ja, und Nick United sagt gerade, das ist so, wenn du ohnehin vorhast, deinen Arbeitgeber zu wechseln, dann gehen dir die Diskussionen, was in Zukunft passieren soll, auch am Arsch vorbei. Ja, möglich. Möglich, möglich, möglich. Und das sind aber alles so Sachen. Und da haben ja auch Leute mittlerweile bei Instagram geschrieben zum Beispiel, ne, ja, glaubt ihr denn ernsthaft, ein Thomas Müller, der ja sehr dicke mit Mats Hummels ist und die machen regelmäßig da ihre Thomas-Challenge und sowas, ne? Ja, glaubt ihr ernsthaft, ein Müller, der so identifiziert ist mit dem FC Bayern München, der auch weiß, dass die Fans danach pisst sind, der selber pissig ist des Todes nach so einer Niederlage, ja, meinst du denn, der geht her, weil ja Mats Hummels sein Kumpel ist und liked erstmal auf Instagram das Gewinnerbild von Alex Meyer, von Schlotterbeck und Hummels in der Kabine, wie sie jubeln, ja, wichtiger Sieg, und Thomas Müller drückt erstmal auf Gefällt mir? Niemals, und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied für mich. So, und sag, ja, Sally Özcan, ja, hier einfach mal liken, ja, komm. Da ist doch keine Identifikation mehr in Richtung Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ist für die allermeisten halt einfach wirklich nur noch ein Arbeitgeber, was ja auch okay ist. Ja, was ja, das ist ja legitim, aber dann weißt du halt, wo du dran bist. Wir haben eine emotionale Bindung dahin und die haben halt keine emotionale Bindung dahin. Und dann hinterher beschwerst du dich wieder als Emre Can, die Fans sind aber zu negativ. Ja, und Müller, guck mal. Müller ist derjenige, du schreibst jetzt, Lukas, nur der BVB, aber nur der BVB, der ist nach Heidenheim aber auch direkt abgehauen, ohne sich den Fans zu stellen. Müller ist eigentlich derjenige, der sich immer den Fans stellt. Der geht in Diskussionen, der geht voran, der steht eigentlich immer da. Und ich glaube, irgendwann darf auch ein Müller mal in der Ausnahme, ne, die Betonung liegt auf der Ausnahme, darf der dann auch mal die Schnauze voll haben und einfach mal gehen. Ja, und deswegen easy. Ne? Und nochmal zu der Stimmung, die war richtig gut. Im Fernsehen gehen die Grüße raus an Sky, was eigentlich auch nicht geht, weil das einfach ein verzerrtes Bild abgibt. Richtmikrofone nur in der Nähe des Gästeblocks. Das heißt, der Gästeblock ist arschlaut und alles andere drumherum wird nicht aufgenommen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier, das mache ich auch bei den Spielen immer, ne? Ich kann jetzt hier theoretisch den Fernseher anmachen und relativ laut Fernseh gucken, also den Kommentar anhaben, zum Beispiel von irgendwas. Das mache ich im Übrigen auch bei den Livestreams so, ne? Wenn ich die Spiele kommentiere, dann gucke ich das mit Ton vom Kommentator von Sky oder The Zone oder so. Und den hört ihr nicht. Ihr hört meinen Fernseher nicht, weil das Mikro so sensibel ist, dass das Mikro wirklich nur aufnimmt, wenn es hier direkt reingesprochen wird oder wenn der Ton direkt hier vorne reinkommt. Alles andere blendet mein Mikro komplett aus. Das heißt, obwohl ich in Zimmerlautstärke den Fernseher anhabe, hört ihr da niemals was von. Und so war es im Stadion eben auch. Obwohl die Dortmunder Fans ganz normal laut waren, obwohl es wirklich eine gute Stimmung war und wir normal laut waren wie immer, sind die Mikros in die Stuttgarter Richtung und von der Dortmunder Richtung weg. Können die Dortmunder laut sein, wie die wollen, du hörst es nicht. Du hörst es nicht. Ja, also da kann man sich wirklich bei Sky mal bedanken, was denn da die Intention ist, dass man quasi so tut im Fernsehen, als wäre das ein reines Auswärtsheimspiel für Stuttgart. Ne? War es für dich ein Elfmeter gegen Adeyemi? Keine Ahnung, ich habe es noch nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir die Szene noch nicht angeguckt. Ich war heute viel beschäftigt unterwegs, dies, das, Ananas. Und gestern Abend war ich viel zu betrunken, als dass ich mir noch irgendwas davon hätte reinziehen wollen, bin ich auch ehrlich.
Und deswegen habe ich mitbekommen eher, dass er den Kontakt sucht. Und Volker Sonnabend Neubauer sagt kein Elfer. Christian sagt auch eher nein. Aber wie gesagt, mehrere haben geschrieben, dass er den Kontakt sucht und es deswegen keinen gibt. Aber auch da wieder diese Diskussion, ja, das muss einer sein oder nein oder so. Wir haben auch unabhängig von dieser Elfmetersituation genug Chancen, um den zu machen. Wir haben genug Chancen, um ein Tor zu erzielen oder zwei oder drei. Siehe Schlotti. Ne? Adeyemi sagt, er wurde klar getroffen im Interview. Ja, jetzt ist halt Auslegungssache. Also müsste ich mir die Szene für angucken, um das genau einschätzen zu können. Aber kann ja durchaus sein, dass er getroffen wird. Auch vor allen Dingen, wenn er den Kontakt sucht, ist ja ein Kontakt da. Und dann kann er natürlich auch im Interview hinterher sagen, natürlich werde ich getroffen. Ja. Aber wie gesagt, ich möchte gleich auch, wir haben echt viele Leute hier mit dabei. Das freut mich. Im Übrigen würde mich noch mehr freuen, wenn von den über 700 Leuten, die jetzt gerade am Start sind, wenn wir mal den Daumen nach oben werfen auf YouTube. Das wäre total nice von euch. Mal eben schnell den Daumen nach oben zu werfen. Das ist nämlich schnell gemacht. Wir haben gerade knapp über 100 Daumen nach oben. Das ist ausbaufähig und ich weiß ja, dass ihr mir den Gefallen tut, wenn man euch erinnert. Ich sehe schon auch, die Zahlen gehen nach oben. Das ist total super. Also mal eben schnell, ne? Das ist der kostenlose Ehrenbruder- und Ehrenschwester-Support hier auf diesem Kanal. Das ist so schnell gemacht und ich bitte euch da wirklich jedes Mal drum, weil das ist einfach so, so wichtig für diesen YouTube-Kanal. Das hilft mir so sehr, wenn ihr da mal eben einen Daumen schmeißt. Das ist super nice von euch. Patrick, hi. Danke, 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 dass ihr das macht. Das ist super lieb. Und ich will jetzt gleich auch, wenn jetzt schon so viele Leute auch am Start sind, gerne mit euch in diesen Talk, also gerne in den Austausch. Und deswegen lasst uns genau drüber sprechen, wie habt ihr die Elfmetersituation gesehen, war es einer eher nicht und so weiter, wie habt ihr das Spiel bewertet und so weiter. Und JNN2207 hat mit Prime abonniert, Kuss, Kuss, Kuss auf die Nuss auf Twitch. Und der Vico Captain sagt, ich fand, das war auch kein schlechtes Spiel vom BVB, das definitiv nicht. Der Vize-Captain, fand ich auch. Und schön, dass du am Start bist. Im Übrigen, ich sehe gerade zum ersten Mal gechattet. Also sehr, sehr nice, dass du auf Twitch mit dabei bist. Weißt du, warum so viele Stuttgarter im Stadion waren? Na, ich würde sagen, weil die sich mit Karten eingedeckt haben und weil Stuttgart an sich schon eine gute Auswärtsfahrerquote hat und die sind natürlich momentan im maximalen Höhenflug. Raus aus der Relegation und der Vollkatastrophe der letzten Saison, rein in das Märchen 2023-24 und ab in die Champions League. Und natürlich ist dann der Support auch da. Also stark von denen, das war nicht so verkehrt. Ne? Ja. Ah, guck mal, die waren bei uns in den Blöcken. Ja, die haben sich auch wahrscheinlich, denke ich mal, über andere Kanäle eingedeckt, als nur über den Stuttgart-Verkauf, der dann quasi direkt an die gegangen ist. Also lasst uns drüber sprechen. Ne? Jascha schreibt zum Beispiel, es war aber auch kein gutes, bis zur 80. hatte man nahezu keine Offensivaktion. Da können wir genau darüber diskutieren. Ich denke, da gibt es bestimmt kontroverse Meinungen. Der eine sieht das so, der andere sieht das so. Ich sehe aber auch schon im Warteraum, da geht ein bisschen was ab schon. Da kommen auch vielleicht mal neue Namen mit dazu. Also wie gesagt, der Pöllers Leon hat jetzt gerade schon Ausrufezeichen Discord geschrieben. Und da habt ihr den Discord-Link. Ja, könnt ihr im Übrigen auf YouTube, auf Twitch genauso machen, Ausrufezeichen Discord. Dann habt ihr auch auf Twitch den Discord-Link und könnt mit da reinkommen. Würde ich mich sehr freuen. Und dann lasst uns wirklich mal drüber sprechen. Jetzt im Nachspiel mit euch allen zusammen. Setze ich mir jetzt mal die Kopfhörer auf und dann möchte ich wirklich in den Austausch gehen und möchte kontrovers mit euch das Ganze diskutieren, wie ihr das Ganze wahrgenommen habt. Und dann sage ich auch nochmal in dem ganzen Gespräch meinen Senf dazu. Also, lasst uns drüber sprechen. Und das Glück war auf jeden Fall auf der Seite des VfB, JNN. Das sehe ich auch so. Das allemal. Das allemal. Ja. Also, ab, ab, ab in die Szene. Ich hole mir die Kopfhörer. Die habe ich hier, jetzt wechsle ich in die Szene.
Da ist der Fan-Talk auch schon vorbereitet. So, und wir sind drin. Also, liebe Mods, wir können dann gerne anfangen. Niklas, grüß dich. Wunderschön. Moin. Moin. Moin, moin. Schön, es fühlt sich. Das freut mich. Also, Frage in die Runde. Und ich frage dann einfach mal Niklas, der jetzt wieder da ist, weil er sich, hört, ein neues Mikro zugelegt hat, damit er nicht zu leise ist. Lieber Niklas, wie hast du dieses Spiel denn dann gestern vom BVB wahrgenommen, in Summe? Also ich hoffe, das Mikro funktioniert wirklich. Ja, tut's. Ja. Und auch echt gut. Also ich fand das Spiel gestern sehr, sehr gut. Also was heißt nicht sehr, sehr gut, aber für unsere Leistung, was wir in der Hin- und Rückrunde gespielt haben, fand ich das echt einen Peak nach oben. Meiner Meinung nach haben wir die Leistung gegen Bayern bestätigt. Wir haben uns auch gestern Abend hier noch im Discord ausgetauscht mit ein paar Leuten. Und ja, man kann definitiv nicht mit allen zufrieden sein. Wir haben es eben gerade auch unten gehabt. Stuttgart musst du eigentlich schlagen. Das müsste unser Anspruch in irgendeiner Art und Weise sein. Aber für mich ist es immer noch so, ich sehe die Leistung, die wir vor Bayern gebracht haben. Und für mich ist das definitiv ein Aufwärtstrend, auch wenn wir gestern verloren haben. Wenn Adeyemi das 1-0 macht oder Schlotterbeck das 1-1, für mich war das ein Spiel auf ein Tor, mehr oder weniger. Und für mich war gestern Spieler des Tages, muss ich leider Gottes zugestehen, Adeyemi, der seit Bayern, weiß ich nicht. Ich möchte wissen, was vor Bayern passiert ist in der Kabine oder im Verein, dass man jetzt wirklich so eine Leistungs-, ich kann es bald so sagen, eine Leistungsexplosion sieht bei einigen Spielern. Leider Gottes nicht bei Brandt und bei Füllkrug, aber sogar ein Emre Can hat sich meiner Meinung nach sehr, sehr stark stabilisiert und macht jetzt das als Sechser, was er tun soll. Also ich habe da mal einen Call, ne? Also bevor ich euch nochmal kurz reinhole und dann kann Rangnar direkt, der da glaube ich auch anknüpfen will, aber du hast ja gesagt, du willst mal wissen, was du denkst, was passiert ist, ne? Also ich habe ja auch einen Edin vor dem Spiel auf der PK sehr gelöst gesehen und das war mit Abstand eine seiner besten PKen, haben wir ja auch drüber gesprochen und ich glaube, das haben ja auch viele so gesehen. Jetzt zeigen wir auf einmal irgendwelche Leistungen, stabilisieren uns etc. pp. Einfach nur eine Idee, die mir gerade in den Kopf kommt, ne? Ich habe ja immer noch gehört, dass trotzdem die Kabine jetzt nicht komplett dahinter steht. Also hinter ihm als Trainer. Hinter der Art des Fußballs, hinter dem, was man da will. Und ich glaube, ne, Niklas, das wirst du bestätigen können, du warst ja selber mal Trainer. Hast du eine Kabine einmal irgendwie weitestgehend verloren, ist es schwierig, sie wieder einzufangen? Ja, weg ist weg. Genau, weg ist weg, das ist wirklich schwer. Jetzt, eine kurze Sache, stellt euch mal vor, da ist intern schon kommuniziert worden, dass man intern klare Fronten geschaffen hat in Richtung Edin und auch in Richtung Mannschaft, um zu sagen, so wie die Bayern das mit Tuchel gemacht haben, nur dass wir es nicht kommunizieren nach außen, sondern nur intern, zu sagen, hey, wir reißen uns hier zusammen. Im Sommer gehen wir auf neue Trainersuche und trennen uns im Guten, einvernehmlich, whatever. Aber bis dahin ziehen wir jetzt alle noch an einem Strang, weil wir müssen zusammen in die Champions League. Das löst einen Edin Terzic, weil der Druck so ein bisschen von ihm abfällt, weil er weiß, was Sache ist. Das löst vielleicht eine Mannschaft, weil die dann weiß, okay, im Sommer kann ich mich unter einem neuen Trainer vielleicht neu beweisen und vielleicht diese Spannungen, die es da gegeben hat, lösen sich auch auf. Und auf einmal fällt so ein kompletter Ballast ab und man sieht auf einmal auch einen besseren Fußball losgelöst. Einfach mal so reingeworfen. Finde ich eigentlich eine ziemlich gute Idee. Tatsächlich fällt mir auch auf, seit dem Bayern-Spiel, dass Nuri sehr viel an der Seite steht und coacht. Ja. Deswegen vielleicht gar nicht mal so abwegig, persönlich. Zu dem Niklas von vorhin, ich gehe mit dir da konform, was Adeyemi angeht. Ich finde auch, der eine gute Entwicklung ist genommen, die letzten Spiele. Der blüht gerade richtig auf. Aber das ist halt das Potenzial, was in ihm steckt. Finde ich sehr, sehr stark. Ansonsten finde ich die Wahrnehmung von dem Spiel doch deutlich schlechter von mir aus gesehen. Ich persönlich finde, dass es sehr unstrukturiert war. Spielaufbau sehr behäbig. Emre Can mit dem klassischen Fehler, der dann auch zum 1-0 geführt hat. Die linke Seite war ständig offen. Das ist das ausgezeichnete schwächere Glied momentan beim BVB, weil Marz in den Zentrum gerückt wird.
und ein Sancho dann allein ist oder ein Adeyemi, nachdem er auf der Seite gerade ist. Und für mich war zum Beispiel klar ersichtlich, wer von den beiden Trainern einen klaren Plan hat. Und das war in dem Fall leider der Hoeneß und nicht der Terzic, der zum Beispiel nicht die IV, die Aushilfs-IV unter Druck gesetzt hat, sondern stattdessen einen Füllkrug ins ZOM geschickt hat, zum Ball abholen, Ball verteilen, was wofür der eigentlich überhaupt nicht gemacht ist. Und da hätte man viel mehr rausschlagen können, meiner Meinung nach. Aber ich finde, das wurde ja auch gesagt, dass die Innenverteidigung bei den Stuttgartern so eine Notinnenverteidigung war. Ne? Das waren gar nicht die Verteidiger, die bisher gespielt haben. Genau. Und das hätte ich, da finde ich, da hätte man viel, viel mehr Druck machen müssen. Dafür brauchst du einen Stürmer. Ja, deswegen verstehe ich halt nicht. Ja, aber wir hatten doch Stürmer. Wen denn? Ja, wie wen denn? Ihr fordert immer alle Mucki. Willst du immer noch sagen, dass Füllkrug ein Stürmer ist für Borussia Dortmund? Nein, er sagt ja, dass wir Stürmer gehabt hätten. Ja. Okay. Du hättest einen Haller bringen können, den hat er ja auch gebracht. Du hättest den Mucki bringen können, den hat er gebracht. Ja, also Stürmer hatten wir genug, um die Innenverteidigung unter Druck zu setzen. Ja? Aber nicht in den letzten 10 Minuten. Nein, ich meine generell, wir wussten von vornherein, dass die Innenverteidigung Schwächen hat. Ja? Und da hätte man dann, egal wer es war, ob es jetzt mit Füllkrug oder mit Alea oder mit Mokoku, finde ich, hätte man viel mehr Druck machen müssen auf die Innenverteidiger. Ich fand dieses Spiel, oder die Mannschaften haben sich neutralisiert, fand ich. Es gab keine richtig großen Torchancen. Ja? Die einzige bei Stuttgart, die hundertprozentig war die von Gyrassi, also das Tor. Und bei uns das von Fülle, ne? Ansonsten fand ich eigentlich, war das Schlotti, ne? Also aus 2 Metern, ja, ich bitte dich. Ja, nein, ja, bis dahin meine ich. Ach so, bis dahin, ja, ja. Bis zum 1-0. Ja, ja, okay, okay, du meintest jetzt, okay. Hm? Genau, ja? War das eigentlich so ein Spiel, wo wir uns neutralisiert haben? Nee, mach erstmal zu Ende. Ich wollte das nur untermauern mit 2-3 Werten, aber mach erstmal zu Ende, sorry. Ich fand, wir hatten wirklich keine, so habe ich das wahrgenommen, ja, keine großen Torchancen auf beiden Seiten. Ne? Und ja, wie gesagt, dann kommt dieser eine Abspielfehler, ne? Dieser eine Fehlpass von uns. Dann ist die Abwehr bei uns strukturiert und dann passiert das halt. Aber dann ist immer noch genug Zeit, finde ich. Sowohl von Seiten des Trainers als auch von Seiten der Mannschaft das Spiel noch rumzureißen. Ne? Zumindest sagen wir mal, was auch noch okay gewesen wäre für das Spiel insgesamt, was auch für beide verdient gewesen wäre, unentschieden. Ja, also da kann ich noch ein paar Zahlen nochmal nachjagen. Also wenn man sich das anguckt, Torschüsse 16-10 sogar für den BVB. Laufleistung, wenn man beide Mannschaften vergleicht, 120,7 bei uns und 119,6 bei Stuttgart. 500 gespielte Pässe bei uns, 489 bei Stuttgart. Angekommen 432 bei uns, 415 von denen. Die also entsprechende Passquote von 85 und wir von 86%. Da merkst du schon, also Torschüsse und Torchancen plus schon bei uns, aber sonst in Summe relativ ausgeglichen alles, Tatsache, ja. Und tatsächlich auch so da wieder, Ballbesitz 51, wir, Stuttgart 49 und geführte Zweikämpfe 88 bei uns und 88 bei Stuttgart, was entsprechende Zweikampfquote von 50% zu 50% macht. Und Luftzweikämpfe 24 bei uns und 24 bei denen. Und da haben wir aber tatsächlich von den 24 Luftzweikämpfen immerhin 62% der Dinger für uns entscheiden können und entsprechend Stuttgart nur 38% für sich. Also in Summe, da sind ja identische Werte auf beiden Seiten bei. Also das war schon sehr ausgeglichen, ja. Ja. Na, von mir auch mal ein wunderschönen Sonntag. Hallo in die Runde. Tja. Ich war gerade eben ganz kurz auf Toilette. Ich habe nicht alles mitkriegen können. Ich hoffe, ich wollte auch noch ein, zwei Sachen dazu sagen, wenn das in Ordnung ist. Falls ich nicht jemanden unterbrochen habe oder so, weil es war gerade nicht. Nö, das passt. Es war eine wunderbare Pause, die du für dich genutzt hast. Okay. Ich glaube, der Marcel ist das eben gewesen, das im Warteraum gesagt hat, dass wir das Spiel hätten definitiv gewinnen müssen. Ich formuliere es anders. Stuttgart gewinnt im Hinspiel. Stuttgart schießt uns aus dem Pokal raus. Ganz ehrlich, wenn ich Spieler gewesen wäre und auch so eine Choreo, die gemacht wurde von den Fans, was
mega schön war. Das war einzigartig. Ich war nicht im Stadion. Ja, das ich war schon das geil. Am Spiel, ich habe das nur am Spiel, nach meiner Güte, am Fernsehen halt verfolgen können, aber das war, sah super schön aus. Aber ganz ehrlich, ich hätte so einen Schaum vom Mund gehabt als Spieler und das hätte ich auch von meinen, wenn ich als Trainer gearbeitet hätte oder wenn ich Edin wäre, hätte ich das von meinen Spielern verlangt, dass die mit Schaum vom Mund im Gang stehen und dass die Stuttgarter im Gang schon wissen, scheiße, wir liegen schon 2-0 zurück, obwohl wir überhaupt noch gar nicht angefangen haben zu spielen. Ja. Die müssten wissen, heute ist egal, was ihr macht, egal. Und wenn ihr mit 15 Leuten spielt und wir mit 11 oder wir mit 8 und ihr mit 11, werdet ihr heute hier kein Land sehen, egal was passiert. Und das ist das große Problem bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren. Nicht diese Saison, nicht letzte Saison. Wenn es drauf ankommt, ob es in Mainz ist, ob es jetzt hier beim 50. ist, dass Dortmund es nicht hinkriegt, wirklich zu sagen, egal was passiert, ihr holt hier heute nichts. Und wenn ihr, keine Ahnung, und wenn euch der Schiedsrichter bevorzugt und wenn ihr mit 5 Mann mehr spielt, heute kriegt ihr einen auf den Arsch, in Anführungsstrichen. Ja. Aber ihr holt heute hier nichts. Wir werden beißen, wir werden kratzen, in Anführungsstrichen, also symbolische Sache jetzt natürlich, ne? Ja, ja, ja. Ihr kriegt heute kein, ich meine, du kannst immer, es kann immer mal passieren, dass du dem mal einen Konter fängst oder so, das kann mal passieren, aber erst recht danach, das ist halt das, sorry, wenn ich das jetzt so ein bisschen pro Bayern like, natürlich momentan nicht, aber sonst hast du es immer, dass du in Anführungsstrichen auch als Dortmunder wusstest, wenn du nach Bayern fährst, kriegst du einen auf den Arsch. Ja. Natürlich jetzt beim letzten Mal nicht, aber in den letzten 10 Jahren ist es halt so gewesen. Und so hätten sich Leute, beziehungsweise so hätten sich die Gegner oder Stuttgart fühlen müssen, wenn sie am Wochenende bei Dortmund ins Stadion kommen. Und das ist das große Problem. Da frage ich mich halt, das kann es doch nicht sein. Ich meine, Edin hin oder her. Ich bin auch dafür, dass es darf nicht sein, dass der in der nächsten Saison trainiert. Ich habe echt Angst und Bange, dass der im nächsten Jahr noch da ist, weil ich halt einfach überhaupt keine spielerische Entwicklung sehe, gar nichts. Man sagt immer von mir, ja, in Stuttgart wird gute Arbeit geleistet, aber das kann nicht sein, dass ein abstiegsbedrohter Verein im letzten Jahr uns zweimal schlägt und beim dritten Mal, oh ja, jetzt müssen wir und das ist dann ausgeglichen. Das müsste, keine Ahnung, müsste 30 zu 2 Schüssen vors Tor sein oder was auch immer oder so. Die dürften nicht über die Mittellinie kommen. Ja. Symbolisch jetzt gesagt. Ich meine, man kann das natürlich nicht immer so nachmachen, aber das ist halt so eine Sache, keine Ahnung, das funktioniert nicht, das in der Art und Weise. Also, boah, ich bin ein bisschen brastig gerade. Ja, das finde ich gut, weil genau das will ich. Ich will Diskussionen, ich will Emotionen. Wir sind einen Tag danach und da sind Emotionen halt noch nicht verflogen. Und da sagt nämlich auch gerade der Danny zum Beispiel im Chat, das letzte Mal, dass wir wirklich eine Heimmacht waren, war Favre noch Trainer, 18-19, mit nur einer Heimniederlage. Da haben wir momentan deutlich zu viele von, dass wir gerade zu Hause die Punkte abgeben. Und ja, Smog, genauso wie du das gerade sagst, hätte ich mir das auch gewünscht, dass man auch in so einem Spiel noch mehr so eine Jetzt-erst-recht-Mentalität wieder zeigt. Die habe ich ein Stück weit wieder erlebt zum Ende des Spiels. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, nachdem wir dann das 1-0 gefressen hatten, war so eine Phase, ja, wo wir schon ein Stück weit beeindruckt waren, wo das dann wieder so ein bisschen noch vogelwilder wurde und unsortierter wurde und so. Und dann aber hast du ja auch nochmal, ne, so dieses Typische, was wir auch schon oft in den letzten Wochen und Monaten hatten, wo du dann sagst, ja, hinten raus haben wir nochmal. Also über 90 Minuten gesehen hätte ich mir da auch noch mehr Punch gewünscht. Aber nochmal, was wir uns, glaube ich, vorwerfen lassen können, ist eben Chancenverwertung, weil Chancen erspielen war auf jeden Fall gegeben. Wir hatten die Dinger. Die hatten einen gut reagierenden Nübel. Ich glaube, gegen Adeyemi war das Ding, ne? Dann ja. Schlotterbeck und so weiter und so fort. Irgendeinen Distanzschuss war es auch, Emre oder Can, was? Keine Ahnung. Ja, genau. Can, ja. Also, Chancen waren da. Aber ansonsten bin ich komplett bei Smog. Aber was ich auch nochmal dazu sagen möchte, ist, die Wechsel gestern zum Beispiel war auch wieder sowas, ne? Nicht jetzt die Positionswechsel, dass er die beiden AVs rausnimmt, ne? Und dafür Offensive bringt, das war okay. Ja? Nur, ich finde, die Zeit... Viel zu spät. Ja? Viel zu spät wieder. Leute. Ja? Und dann hast du das Problem, ab einem gewissen Zeitpunkt fängst du dann an zu rennen, umso mehr Zeit vergeht. Ja? Und dann kommt die Brechstange raus und das hat man auch, finde ich, gemerkt. Dann kamen nur noch Flanken rein, ja? Die nirgendwo angekommen sind. Ich fand, es wurde dann von unserer Seite aus zu wild.
Darf ich mal ganz kurz was fragen? An die Leute, die das kritisieren, dass zu spät die Defensivspieler rausgenommen worden sind und die Offensivspieler reingenommen worden sind. Ist das euer Ernst? Es geht nicht darum, dass man hinten alles komplett aufmacht oder so. Aber es geht darum oder so, man hat gemerkt, dass Füllkrug nicht nur in dem Spiel, auch in den letzten Spiel, nicht wirklich diesen Zugriff drauf hat, auf dieses Spiel, wie man es sich wünscht. Dann muss ich eben halt gucken, dass ich das verändere, dass ich einen Haarlayer bringe oder dass ich eben halt vielleicht auch einen Muki bringe, dass ich sage, okay, ich komme dann vielleicht doch mit ein bisschen spielerisch, dass ich das spielerisch löse. Nicht, dass ich einen langen Ball schlage, dass der Füllkrug den Ball dann vielleicht irgendwie behauptet oder so und dass sie dann nach außen oder was auch immer eben halt hinspielt, sondern da muss ich gucken, dass ich das vielleicht anderweitig spielerisch ein bisschen löse. Aber das ist das Problem, dass das halt in Anführungsstrichen nicht gemacht wird. Klar, du kannst natürlich nicht in der 60. oder in der 50. Minute oder so hinten Verteidiger rausnehmen oder so und alles geht nach vorne. Das ist dumm. Das ist gar keine Frage. Dann kommt nämlich genau das, was in den letzten 10 Minuten passiert ist, dass eben halt einfach nur, wir müssen jetzt noch schnell und Ball nach vorne und Hauptsache wir kriegen noch ein Ding. Das ist halt nicht strukturiert. Das beste Beispiel ist Leverkusen. Warum machen die Leverkusen in der 93. und in der 98. noch Minute noch ein Tor? Weil die einen Plan haben, der denen vorgegeben wird, weil die das ausspielen und weil die sich nicht verrückt machen lassen, selbst wenn es 1-1 steht oder wenn es 1-0 steht oder so gegen Hoffenheim. Die spielen ihren Plan komplett durch, haben natürlich vielleicht auch das genötige Glück, aber du siehst, dass es da vernünftig, selbst wenn sie da nur ein 1-1 in Offenheim gemacht hätten, oder ich weiß gar nicht, ob sie zu Hause gespielt haben, oder wenn sie da verloren hätten oder so, aber vom Ansatz her ist das bei weitem besser als das, was wir fabrizieren. Ganz kurz, bevor Ragnar, darf ich nochmal ganz kurz vor dir? Okay, also, ich schließe mich da vollkommen an. Ich weiß auch nicht, warum ein Terzic immer noch auf einem Brand baut und immer noch auf einem Füllkrug baut. Die beiden sind für mich nicht erstligawürdig zurzeit. Das ist also Quatsch, weiß, sorry. Das also ist doch, Quatsch. Nein, also ich weiß nicht, was mit dem Brand los ist. Wenn er ein bisschen mehr Gas gegeben hätte, hätte er gestern das Tor verhindern können. Also er ist wirklich hinterhergetrabt. Der strahlt auf dem Platz für mich persönlich zurzeit gar nichts mehr aus, seit er aus seiner Erkrankung wieder gekommen ist. Und Füllkrug, ich weiß nicht, ist für mich, ja, ich weiß nicht, für mich der schlechteste Stürmer, den wir in der Bundesliga haben. Und deswegen spielt er wahrscheinlich auch Nationalmannschaft, keine Ahnung. Also für mich ist das nicht das, was ich in Dortmund irgendwie sehen möchte. So ein Gyrassi oder sowas haben wir nicht. Wir haben keinen Spieler da, der irgendwie Torgefahr ausstrahlen tut. Und das hat der Dirk selber auch gesagt gehabt, von wegen, da ist da vorne nichts. Und dann können wir mit noch so vielen Leuten nach vorne spielen. Wir haben keine Spieler, die irgendwo, ich meine, ein Adeyemi ist der torgefährlichste Spieler gestern gewesen. Ja, aber du kannst nicht sagen, ich kann das verstehen mit dem Füllkrug, da bin ich momentan auch bei dir, dass er wirklich nicht das bringt, was Dortmund wirklich braucht. Aber bei Brand grätsche ich der vollkommen rein, aber richtig rein. Ich kann verstehen, dass er momentan nicht das bringt, was er bringen kann. Und da bin ich auch bei dir. Durch eben seine Erkrankung, danach ist er vollkommen abgefallen. Das gebe ich zu, das mag sein. Aber zu sagen, dass der Mann kein Bundesliga-Niveau hat, jetzt, also dann guckst jetzt, du keinen, dann tut mir leid, dann spreche ich dir jeglichen Verstand vom Fußball ab. Und ich möchte dich nicht persönlich angreifen, aber der Brand, der ist meines Erachtens ein wahnsinnig exzellenter Fußballspieler, der sowohl Handlungsschnelligkeit hat, der Übersicht hat und so weiter und so fort. Das Problem ist, momentan bringt das definitiv nicht auf den Platz, ob das jetzt durch die Erkrankung kommt oder was auch immer, das kann man natürlich, das weiß ich nicht, das kann man nur mutmaßen, aber zu sagen, dass der nicht gut ist oder nicht Bundesliga-tauglich ist oder so, oder auch für Dortmund zu schlecht, im Gegenteil, der hat Dortmund eine ganze Zeit lang wirklich getragen. Von der jetzigen Zeit. Jetzigen Zeit gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe nicht vom Feuer geredet oder sowas. Ganz im Gegenteil. Ich liebe Brandt. Also aus seiner Art und Weise Fußball zu spielen. Aber ich finde ein Matcher jetzt gerade stärker als ihn. Ja. Und vor allen Dingen lassen Matcher wirklich mal kommen. Also das ist ja immer noch mein Call und da bleibe ich auch bei. Ich hätte ihn tatsächlich auch gestern starten lassen statt Sabitzer. Bin ich auch ehrlich. Irgendwie wäre das mein Call gewesen, dass du, weil das war ja die einzige Startelfänderung eigentlich, die du jetzt gegenüber München hattest, dass Sabitzer auf einmal wieder reinrotiert und ein Matcher dafür auch raus. Ja, und halt Kobel, gut im Tor, ne? Wobei auch da wieder mein unpopulärer Call, auch da finde ich, Alex Meyer hat das so schlecht echt nicht gemacht
Und dass der sich jetzt vielleicht nochmal überlegt, ich meine, die Tendenz geht wohl zu einer Verlängerung, aber dass der sich zumindest nochmal überlegt, ob er nicht woanders nochmal Nummer 1 sein kann. Ey, das ist so ein sicherer Rückhalt und für mich so ein guter Fußballer mit Ball am Fuß. Der hätte unserem Spiel sicherlich auch nochmal gut getan, weil du so einen Spieler auch durchaus als ersten Aufbauspieler nehmen kannst, weil du immer weißt, ey, selbst wenn der hoch steht und so weiter, der macht dann quasi den einen Überzahlspieler im Aufbau, weil der einfach gut ist mit Ball. Das wäre also ohne Probleme möglich gewesen. Und ja, da bin ich auch bei Niklas. Also jetzt aktuell, und ich weiß nicht, ob es wirklich immer noch die Erkrankung ist oder so, aber irgendwas ist bei Julian Brandt so, dass er seine PS derzeit wenig auf den Rasen kriegt. Das stimmt leider. Und das muss man erkennen und dann muss man da eigentlich auch handeln, finde ich, oder? Ja, vor allem, was ich noch mal kurz sagen möchte, wollte, du hast ja eben auch gesagt, mit Sabitzer und so. Er hat jetzt 2 Spiele gefehlt, ne? Gesperrt. Ja. War auch, glaube ich, krank. Das wusste ich auch nicht, dass er sich dann auch noch eine Erkrankung eingefangen hat. Nee, wusste ich auch nicht. Und dann bin ich bei dir, dass man sagt, Fletcher ist vielleicht auch noch nicht hundertprozentig. Nee, ach, das kann er auch noch nicht. Aber dass man sagt, okay, er hat in München wohl nicht schlecht gespielt. Er ist auch kein schlechter Spieler. Man hätte sagen können, lass erst Fletcher spielen, ne? In der Startelf. Und dann im Notfall, je nach Spielverlauf oder so, bringst du dann halt irgendwann den Sabitzer, ne? Da habe ich diese Umstellung habe ich auch nicht verstanden. Darf ich noch mal Jamie Bynoe-Gittens mit reinbringen? Also man hat ja echt wieder gesehen mit seiner Einwechslung, dass er das mitbringt, was wir da auch einfach benötigen, fußballerisch. 1-gegen-1-Situationen, gute Carries, hat den Ball gut mitgeschleppt und getragen und so weiter, hat das Spiel belebt nach seiner Einwechslung. Dass der Junge momentan auf so wenige Minuten kommt, finde ich echt, echt, echt schade. Und da wird in meinen Augen auch echt Talent ausgebremst und verhindert irgendwie, oder? Komplett. Ja. Also, wenn ich, hallo erstmal zusammen. Also, ich finde zum Beispiel, man hat gestern noch überhaupt nicht intelligent gespielt. Also, Angelo Stiller hat gefühlt in der 2. Minute eine gelbe Karte gekriegt, der Innenverteidiger, weil er mit der Geschwindigkeit überhaupt nicht klarkommt. Und du spielst sie halt einfach nicht schnell an. Also das hätte nicht lange gedauert, dann hätte er seine 2. Gelbe gekriegt und dann hätte Stuttgart noch einen Innenverteidiger weniger gehabt. Aber du spielst es halt einfach nicht so. So also Marcel, ich mag dich. Ohne Scheiß. Wir sind glaube ich, auf einer Wellenlinie. Ich finde es richtig du gut. Du spielst es halt einfach überhaupt nicht so, wie du spielen musst. So, ne? Also wie Stuttgart musst spielt mit einer. Ja, schneller anspielen, schneller anlaufen. So, du hast mit Adeyemi jemanden und auch der Elfmeter, ja, es war ein Kontakt, aber ich weiß nicht, du musst da halt auch keinen Weitsprungwettbewerb draus machen. So, dann sieht es halt einfach auch kacke aus für den Schiri. Vielleicht hat er geübt für Olympia schon mal. Dazu sagen, wenn er einen Tick intelligenter ist, was aber ja auch okay ist, wir würden es alle ja nicht besser machen, aber dann kriegt er den Elfmeter. Aber nichtsdestotrotz, dennoch musst du die da vorne viel schneller anspielen. So, du hast Adeyemi, der gefühlt, den holt ja keiner ein. So, das hast du ja gesehen, dadurch hat Angelo Stiller ja einfach auch die gelbe Karte gekriegt. So, und du spielst es trotzdem immer wieder den gleichen Stiefel runter. Und ich bin auch völlig bei dir, Toxi, wenn du sagst, Alex Meyer. Kobel hat uns mit Sicherheit schon viele Punkte gerettet und ey, toller Torwart, aber der fußballerisch ist der einfach nicht gut. Hast du gestern wieder gesehen? Also da sind teilweise wieder einfach Bälle Richtung, er will die Bälle Richtung linke Seite Marzen oder rechte Seite Rias oder sonst was schicken und die gehen keine Ahnung wohin, ne? Ja, genau. Und das sind so Dinge, wo ich sage, genau, lass Alex Meyer spielen. Und wie du schon sagst, er ist ja nun, ich weiß nicht, ob er der schlechtere Torwart von beiden ist. Nee, unbedingt nicht. Also vielleicht der unpopulärere, weil ist ja schon der Ältere und kam ja nur von Jan Regensburg und ist auch kein Lautsprecher, sondern so ein ganz ruhiger, abgeklärter Typ. Ne? Aber wahrscheinlich genau deswegen wird er vielleicht so wahrgenommen, weil Kobel jünger und vielleicht noch imposanter so ein bisschen. Ne? Aber ob es wirklich der bessere ist? Also ist natürlich, das ist mal wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ich meine, ne, ich habe ja auch immer gesagt, hier, Kobel the Wall und so, und der rettet uns ja regelmäßig. Also gerade auf der Linie, finde ich, ist das einer der besten Keeper, die du in der Liga hast, wenn nicht sogar mit der Beste. Aber fußballerisch, ey, muss sich ein Alex Meyer da echt nicht verstecken. Ja, ja? Und ich glaube, dass du das gestern auch besser gespielt hättest mit einem Alex Meyer, wie du schon sagst. Weiterer Aufbauspieler, du kannst es schneller anspielen und ich glaube auch längere Bälle auf Adeyemi oder Sancho hätten es mehr gebracht. Ja, weil die einfach präziser kommen. Ne? Also, Das sagt Rob the Truth gerade, hallo, am Torwart liegt es doch nicht. Nein, natürlich nicht. Ne? 100%. Guck dir die Pfeifen auf dem Feld an, schreibt er noch. Ist natürlich richtig.
dass da schon eher die Feldspieler ins Gewicht fallen. Aber das, was Marcel jetzt gerade sagt, darauf wollte ich beim Torwart hinaus. Also du kannst und musst eigentlich doch im modernen Fußball mittlerweile den Torwart eben als genau diese Spielstation mitnehmen. Das heißt also, ich habe sogar mal einen Call bekommen jetzt zuletzt von einem Kumpel, der gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob bei der Entwicklung des Fußballs derzeit aktuell, ob dann Gregor Kobel international noch so krass gefragt werden wird, weil es so unfassbar wichtig ist, dass du eigentlich als Torwart auch Feldspielerqualitäten haben musst in Sachen Ballbehandlung. Dazu kommt ja auch noch die Szene, wo es eigentlich zu dieser Elfmeterszene gekommen ist, war doch, dass Kobel das erste Mal einen guten Ball über die rechte Seite etwas länger gespielt hat. Ja. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Ja, Svenny. Also ich, erstmal hallo an die Runde. Ich wollte auch erstmal was sagen. Hallo. Das, ein ganz anderer Spieler, der mir schon seit Wochen in irgendeiner Art und Weise, ja, gegen die Bayern war er gut, aber auch davor, für mich ist es ein Spieler, der uns im Mittelfeld überhaupt nicht gut tut, ist Emre Can. Also wenn Emre Can den Ball hat, dann, keine Ahnung, der winkt immer wieder ab oder dreht sich dreimal um den Kreis, anstatt den Ball einfach schneller zu spielen. Gestern habe ich so viele Situationen gesehen, wo er doch einfach hätte nach links weiter zu Brandt oder zu Adeyemi spielen können. Nein, er guckt erstmal und winkt mit seinem blöden linken Arm die ganze Zeit da rum, wo ich mir dann denke, spiel doch einfach den Ball. Ja, also der hält für mich einfach viel zu lange den Ball. Und das ist ein Problem, ja. Und dadurch kommt für uns auch einfach kein schnelles Umschalten oder generell schnelles Fußballspiel in der Offensive zustande. Und ja, also deswegen hätte ich jetzt gerne eher Sabitzer und Metscher gestern gesehen. Ich glaube, das, was ein Can gespielt hätte, ich weiß es nicht, aber hätte vielleicht ein Sabitzer auch spielen können, defensiv. Hallo zusammen. Hi, grüß dich. Hallo, ich muss sagen, ich finde es richtig, so wie Svenny auch gesagt hat, Emre Can, finde ich einfach, auch dieser Pass, der zum 1-0 praktisch geführt hat, für Stuttgart, war so unnötig, weil dadurch verlierst du den. Ich weiß, was der vorhatte, der wollte durch die Lücke spielen, aber das ist Quatsch, wenn da zwei Mann stehen, dann von Stuttgart ist ja klar, dass einer den Ball abfängt. Das ist das Problem, was du sagst. Da will ich dich kurz unterstützen. Du weißt, was der vorhatte. Und das ist das Problem. Wenn du das weißt, dann wissen die auf dem Platz das erst recht auch. Also das war relativ offensichtlich, was er da vorhatte, ja. Ja, genau. Dadurch kommen wir halt, verlieren wir den Ball und dann geht es schnell gegen Stuttgart. Ja. Du hast zwei gute Spieler bei Stuttgart. Aber und dann kamen die da nur hinterher. Der Schlotterbeck verliert in meinen Augen auch, ist er zu weit weg von Gyrassi. Er verliert den außer Augen. Ja, und dann steht der, weiß nicht, 10 Meter frei. Ist ja klar, dass so ein guter Stürmer den Ball da einfach reinschiebt. Ja, also den hat man da sträflich alleine gelassen, zumal er auch wirklich alleine war. Also da wäre sonst auch kein anderer gewesen. Ist schon richtig. Nein, also Emre ist auf jeden Fall ein Punkt. Da gebe ich Svenny und allen anderen recht. Also dieses Ballverschlepper-Ding ist auf jeden Fall eins, was uns hemmt, schneller zu werden im Spiel. Aber tatsächlich bin ich auch schon der Meinung, dass wir fußballerisch besser gespielt haben als über weite Strecken der Saison innerhalb der Bundesliga. Ne? Also den internationalen Wettbewerb, den klammern wir jetzt einfach mal aus. Ist aber ja zum Beispiel auch so eine Sache für sich. Ne? Wenn man das, da habe ich mir ganz lange gar keine Gedanken drüber gemacht. Jetzt habe ich mir mal Gedanken drüber gemacht, das kam mir dann einfach irgendwann in den Kopf und ich war so, wow, eigentlich auch krass, dass er das so sagt. Und zwar hat ja Edin nach dem Bayern-Sieg auch gesagt, ja, das war gut, da haben wir jetzt unser Champions-League-Gesicht gezeigt, ne? Und ich war erst so, ja, stimmt, ja. Und dann war ich so, ja, Moment mal, aber damit hat ja quasi unser Cheftrainer auch wirklich bestätigt, dass wir zwei Gesichter haben und das ist, why auch immer, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, dass es eben dieses Champions-League-Gesicht anscheinend ja wirklich gibt. Und dass da der Antrieb da ist und dass man es da anders geregelt bekommt. Und in der Bundesliga, ach, lass die Bundesliga mal Bundesliga sein, so ungefähr, ne? Wo ich mir dachte, boah, auch irgendwie krass, dass ein Cheftrainer das so deutlich sagt, oder? Ja, richtig. Also, ich weiß nicht, ich sehe auch keinen Matchplan von denen, so wirklich. Ja. Manchmal sehe ich einfach nur die Bälle nach vorne fliegen und keiner kann die richtig festmachen. Und das ist das auch,
denke ich, was Dortmund fehlt. Mal so ein Stürmer auch. Gut, Füllkrug ist einer von der Körperbreite her und Körperbau, der auch mal Bälle festmachen. Aber diese Defensivarbeit zum Teil, so schnell kommt ja keiner mit. Der Kobi spielt einfach einen Ball nach vorne, ja, dann steht der Füllkrug da alleine. Mhm. So, und dauert natürlich, bis Malen und Ademi kommen. Weil die halt noch vor der Mittellinie stehen. Ja, also einen Ball festmachen und dann auch mal verteilen, da wäre dann wahrscheinlich wirklich Aller diese Wahl, würde ich jetzt auch so sehen, ne? Weil zumindest mal in der letzten Rückrunde war es ja dann auch so, wo Aller dann doch wieder nach seiner Erkrankung da war und auch echt gut funktioniert hat, dass da auch sowohl Malen als auch Adeyemi von ihm profitiert haben als Zielspieler, weil er auch technisch versierter ist als Füllkrug für mich. Kann man so machen. Ich habe das so gesehen. Im Stadion ist es aber immer noch eine andere Perspektive. Deswegen, ich frage jetzt einfach nochmal und pick mir mal Marcel. Und ihr könnt ja dann auch gerne auch ergänzen, wenn ihr wollt. Ich habe das schon so wahrgenommen, als dass man auch dieses Adeyemi-Tempo in die Räume einfach wieder mitnehmen wollte. Und dass das einfach so der Matchplan ist. Also irgendwie dann in den Raum von Adeyemi, Tempo und gib ihm. Und das ist halt der Plan, oder? Das Problem ist, so ein Plan, der funktioniert halt auch nur 15 Minuten, dann hat er halt auch Stuttgart durchschaut. Ja, ja. Aber habt ihr oder du noch einen anderen Plan gesehen? Also ich habe vielleicht noch eine ganz andere Vermutung. Ja. Und zwar glaube ich, dass das eher so ein, und jetzt sage ich es einfach mal wieder, so ein Mentalitätsding ist. Nicht bei allen, aber so bei einigen. Ich gebe ein einfaches Beispiel. Das ist mir diese Woche einfach wieder aufgefallen. Emre Can postet irgendwie diese Woche 6 oder 7 Mal seinen komischen Laden, wo er seine Klamotten verkauft, wo er Autogramme unterschreibt und sonst irgendwas. Mhm. Und ein Youssoufa Moukoko postet gefühlt jeden Tag was aus dem Fitnessstudio. Ja, ja. Der geht unten wie ein Zuckerkranker. Vielleicht mal Emre Can das auch, das weiß ich nicht. Er postet einfach nur nicht, keine Ahnung. Aber von der Wahrnehmung, ne? Du hast recht. Also ja, wir können darauf reagieren, was wir sehen. Ja, 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 ja. Genau so. Und ja, und das hat ja auch mit einer gewissen Grundintelligenz zu tun. Wenn ein Salih Özcan. Und ja, es ist nur ein verdammter Instagram-Like, ne? Aber wie kannst du das machen? Ich sehe es genau. Wie kannst Post so machen? Ja, also. Also wie blöd muss ich denn sein? Schön, dass du es aussprichst, weil hinterher bin ich wieder der Doofe, weil ich habe es vorhin auch schon mal eben wieder im Chat. Jetzt interpretieren wir also schon Like. So weit sind wir jetzt also schon, so nach dem Motto. Und ja, das ist ja so schlimm. Die Welt lebt in Instagram und TikTok. Halt dazu, ja. So, und wenn du einen Kumpel hast bei Stuttgart, okay, schreib ihm eine WhatsApp und sag, ey, Glückwunsch zu eurem Sieg, ihr habt gut gespielt, alles tutti. Das bleibt unter Kumpels so. Aber du kannst doch nicht das Siegerfoto vom VfB Stuttgart liken. Nee, war es ja nicht. Also das muss man fairerweise sagen, es war immerhin der Girassi-Post. Es war nicht der vom VfB. Ja, immerhin. Okay, wenn du ihn toll findest, schreib ihm eine Nachricht, dass du ihn liebst oder so, aber du kannst es doch nicht liken, das sehen doch 80% der Dortmund-Fans. Ja, das so, Also das muss dir doch zumindest eigentlich bewusst sein. Ich kann aber zum Beispiel jetzt auch noch eine Geschichte erzählen, wenn wir schon bei so einem Social-Media-Thema sind, damit ihr vielleicht auch wirklich wisst, und ich kann euch sagen, das müsst ihr mir nicht glauben, aber ich kann euch sagen, das war so. Ja, also ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und das mit dieser Entschlossenheit raushauen, wenn ich diese Info nicht so bekommen hätte von jemandem, wo ich weiß, alles klar, wenn der mir das erzählt, muss es so gewesen sein. Thema Social Media, insbesondere Außendarstellung und Wirkung. Karim Adeyemi, nominiert gewesen, deutsche U21-Nationalmannschaft und nicht bei der A11. Wir alle erinnern uns zurück an diesen Moment, wo das passiert war und wo Adeyemi gesagt hat, nein, 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 mache ich nicht, ich gehe da nicht hin. Ich möchte in Dortmund bleiben, ich möchte mich dem Trainer zeigen und empfehlen. Wir erinnern uns dunkel, richtig? Richtig. Gut. Wunderbar. Der Typ wollte nicht sich in Dortmund empfehlen, der hatte einfach keinen Bock auf die U21, was relativ obvious war, weil ich glaube, das hat sich jeder so gedacht, wunderbar, okay. BVB ihm also intern gesagt, pass mal auf, finden wir schade, du bist aber 3x7, du bist groß genug, du bist erwachsen, wir können dir nichts vorschreiben, wenn das deine Entscheidung ist, mach das so. Wir hätten es irgendwie schon ganz gerne gesehen, wenn du da hingefahren wärst. Ja, ist nämlich auch ein Zeichen, was ich sende, dass ich sage, ich nehme auch mal U21 mit, aber gut. Edin hat danach 3 Tage trainingsfrei gegeben und dann hat man auch da kommuniziert, da sieht man mal, dass auch, und das finde ich auch richtig, in einem Verein, dass man in Angriff genommen wird, zu sagen, so, pass mal auf und jetzt geben wir dir eine Empfehlung mit, wie man sich dann vielleicht so verhalten hat. Und dann hat man dem gesagt, pass mal auf, Karim, das werden die Leute jetzt mitbekommen, dass jetzt erstmal 3 Tage trainingsfrei ist. Was auch immer du tust, poste bitte in diesen 3 Tagen einfach nichts, damit man zumindest auch das Thema ruhig hält.
Ja, poste einfach bitte in den 3 Tagen mal nichts, so, weil du fährst nicht zu einer Nationalmannschaft, du kommunizierst, ich möchte in Dortmund bleiben, mich dem Trainer empfehlen. Dieser Trainer, dem du dich empfehlen willst, gibt jetzt aber erstmal 3 Tage frei. Also tu dir und uns allen hier einfach einen Riesengefallen und lass das. Der ist keine Viertelstunde von dem Trainingsgelände weg, postet Loredana irgendwie, wie die Richtung Privatjet unterwegs sind. Und die denken sich intern alle, ist das dein Ernst, Junge? Machst du das extra oder was? Also so viel zum Thema Social Media und Außendarstellung und so weiter, ne? Also das ist schon wirklich ein Thema. Und nicht nur beim BVB, sondern garantiert auch woanders. Ich meine, warum macht das ein Thomas Müller denn nicht, der sich mit Bayern München des Todes identifiziert? Ja, Thomas Müller wird von allen auf Social Media geliebt, weil er halt einfach irgendwelche Posts macht, wo du dir denkst, meine Fresse, ist der Sympathe. Und ja, das ist halt ein Bayern-Spieler, ja, aber der ist halt, also wie kann man den denn hassen? Ja, ich meine, Den kannst du ja nicht mögen, das geht ja gar nicht. Ich meine, der geht vielleicht Golf spielen, ja, und postet dann irgendwie von der Golfrunde irgendwas, alles cool, ja, oder ist mit seiner Frau Lisa irgendwie bei den Pferden oder sonst irgendwas, ja, cool. Aber, Das kann ein Emre Can, kann das ja auch machen. So, der kann auch meinetwegen sich die ganze Woche lang in seinem Laden ablichten lassen, aber dann bring bitte die Leistung. Und ja, von 34 Spielen bringt er 33,9, bringt er die Leistung nicht. Das ist halt ein Emre Can, der bringt halt nicht wirklich Leistung, dann droppt er solche Aussagen. Ich glaube, letztes Jahr hat er das gemacht, der hat wie gar keinen Bock auf Europa League und sowas alle. Ja, genau. Der sagt in Wolfsburg, ja, die Tennisbälle nerven uns. Ich glaube, der hat das überhaupt nicht verstanden. Tennisbälle nerven uns, sei froh, dass ich keine Steine nach dir schmeiße. Ja, das ist ja richtig. Stimmt. Ich glaube, der Laden ist leider voll mit solchen Mentalitätsmonstern, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ja. Die halt so ein Denken haben und das fruchtet halt irgendwann natürlich und steckt an und dementsprechend ist auch die Leistung immer so nicht mal 110%, sondern mehr 90 als 110, so gefühlt. Weiß nicht. Ja, da ist halt generell nicht so der Zusammenhalt da, ne? Also dieser Zusammenhalt, was für mich auch sinnbildlich ist, auch da kann ich nochmal ein kleines Anekdötchen raushauen. Das ist alles so vielsagend, ne? Und da macht man dann auch viel draus. Wenn wir zum Beispiel gucken, als Bayern damals 2012 die Champions League im eigenen Stadion verloren hat gegen Chelsea, ja, also ich meine ganz ehrlich, ein Bundesliga-Finale zu Hause zu verlieren und nicht Meister zu werden, obwohl alles angerichtet ist, ist mal das eine und das tut bitter weh, das mussten wir jetzt alle erleben, aber so ein Champions League-Finale zu Hause zu verlieren, ich glaube, das ist noch weit bitterer und trotzdem haben die sich kollektiv von Funktionären über Mannschaft, über egal, wer da irgendwas zu kacken hatte, haben die sich da zusammengerauft, haben die Nacht bis morgens um 6 durchgezogen, haben sich völlig einen hinter die Binde gekloppt, ja, und haben sich einfach zusammengerauft und zusammengesoffen auf gut Deutsch, ja. Das heißt also, so wächst ja dann auch sowas in der schlimmsten Situation eines Vereins auch mal kollektiv zusammen, wenn man durch so Phasen zusammengeht und zusammenrückt. Ja, bei uns war es dann hinterher so, dass man auch nochmal essen gehen wollte nach unserer verkackten Meisterschaft. Und ich kann natürlich irgendwo verstehen, dass die Lust jetzt nicht die riesengrößte ist, weil du eben auch geknickt bist, traurig bist, whatever. Aber dann wurde da irgendwie gesagt so, ja, nee, also es bleibt auch jedem selber überlassen, ob wir das machen oder nicht oder ja. Und dann hieß es intern so, hallo, das können wir, das geht nicht. So, das muss angeordnet werden. Und wenn wir einfach angeordnet 2 Stündchen zusammensitzen und die verpissen sich dann alle wieder. Kann ich alles verstehen, weil die keinen Bock haben. Aber du musst doch jetzt zusammenrücken. Es sollte bei diesem Essen auch darum gehen, nochmal Spieler zu verabschieden im Verein, Familien von Spielern nochmal dazu zu holen und zu verabschieden. Wirklich nochmal eine Gemeinschaft zu sein, ja, zusammenzusitzen. Darum ging es eigentlich. Am Ende waren es, was ich gehört habe, 5 Leute und davon kaum ein Spieler, ne? Also das waren dann Funktionäre und so weiter, die zusammengesessen haben beim Essen, weil es war freigestellt. Die haben kein Essen gehabt. Und dazu muss man dann auch noch sagen, was ist nach dem Champions-League-Finale, das Heimfinale passiert. 11 Meisterschaften, 2 Champions-League-Siege. Klar ist das alles nochmal eine andere Dimension wie in Dortmund, aber wie du schon sagst, du siehst ja auch, mit Harry Kane wirst du jetzt kein Meister und der hat halt 100 Millionen gekostet. Das ist eine andere Mentalität. Und wenn du solche Persönlichkeiten hast, wie ein Thomas Müller oder sonst irgendwas, dann passieren dir solche Dinge nicht. Das macht Adeyemi und Can, die machen das einmal. Dann kommt da einer wie Thomas Müller rein und sagt, hör mal, was ist los mit euch? Ja. Naja, aber sind nicht alle, oder? Aber du siehst auch schon, jetzt wie du das Beispiel Bayern angesprochen hast, ne? Es sind viele Faktoren und viele Rädchen, die ineinander greifen müssen. Ja? Im Grundsatz sind die Bayern ja nicht von der Mannschaft her schlechter als letzte Saison. Im Gegenteil, eigentlich auch, wie du schon sagtest, durch Harry Kane nochmal einen Ticken besser.
Ja? Und trotzdem funktioniert es bei denen alles nicht. Ja? Das hat mit der Kaderplanung zu tun bei denen. Das hat man ja auch in der Winterpause gemerkt, wie diese panischen Käufe dann kamen mit Daya und mit Saragossa und dem Boe und sowas. Ne? Dann passt auch der Trainer nicht. Ja, ja, ja so, das sowieso. Das sind dann Rädchen, die ineinander drehen müssen. Das Gegenteil hast du jetzt bei Leverkusen, die ja letzte Saison auch auf dem Abstiegsplatz standen. So ähnlich wie wir mit der letzten Saison unter Klopp, ne? Auf dem Abstiegsplatz gestanden, dann nochmal die Kurve gekriegt, ins internationale Geschäft gekommen und jetzt richtig reformen die, ne? Stuttgart, Relegation. Du denkst, was ist mit denen passiert? Ja? Groß hat sich die Mannschaft ja auch nicht verändert. Ja, aber das schreibt der Benjamin Horstmann gerade richtig rein, ja. Dirk. Das schreibt der Benjamin Horstmann gerade eben richtig in den Chat. Der VfB hat so wie wir 2010 bis 2012 gespielt als Einheit und jeder hatte Bock. Das ist passiert. Ja, aber man fragt sich ja trotzdem, wie kann das sein? Das ist auch natürlich, es fängt, finde ich, so schon mit beim Trainer an. Ne? Der ist ja am nächsten mit einer Mannschaft dran. Ne? Sollte er sein, ja. Dass so eine Stimmung aufkommt. Das ist wie bei Leverkusen, bei Stuttgart jetzt. Ne? Und natürlich dann auch der Rest vom Verein. Ne? Du hörst bei Leverkusen hörst du nichts, ne? Negatives. Zumindest extern nicht. Nee, so, genau, es kommt zumindest nicht raus. Ja, 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 ja. Stuttgart hast du das Gleiche. Ne? Das sind auch Dinge, die in einem Verein wichtig sind, um Erfolg zu haben. Dann hast du bei beiden Vereinen die richtigen Trainer. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass die sowohl bei Leverkusen als auch bei Stuttgart jetzt, was du eben gesagt hast, so eine Feier zum Ende der Saison anordnen werden. Und nicht sagen, ja, ihr könnt, ihr müsst aber nicht. Ja? Ja, das ist ja auch schon Quatsch. Uns, also, wow. Hey. Ja, das ist aber bei uns eigentlich schon seit Jahren so. Gut, wir haben in den letzten Jahren nicht viel gewonnen. Ne? 2 Pokale. Aber ja, aber der Zusammenhalt ist ja nicht da. Ja, eben, das ist das Problem. Und das liegt aber auch an den Verantwortlichen, die dann sagen, ihr könnt, müsst aber nicht. Ich muss aber nochmal eine Sache aus dem Chat mit reinnehmen. Und zwar wird da gerade auch so ein bisschen über Mats Hummels diskutiert, von wegen, und der würde ja, aber der Club hat ihm den Mund verboten. Kann ich euch widerlegen? Weiß ich aus erster Hand. Nee, der Club hat ihm das nicht verboten. Er selber hat keinen Bock mehr, seine Schnauze aufzumachen. Er hat sich da selber für entschieden, dass er nichts mehr sagt. Wahrscheinlich auch, weil es einfach, ja, Resignation ist. Soll der Hummels doch irgendwas erzählen, aber es ändert sich ja eh nichts. Also hat er sich wahrscheinlich entschieden, keinen Bock mehr da jetzt jede Woche vor der Kamera zu stehen, wieder die treffendste Analyse rauszuhauen hinterher, ja, Herr Hummels, warum hat die Scheiße nicht geklappt? Dann spreche ich es an, wie es ist, nehme kein Blatt vor den Mund, aber es bringt ja nichts, also lasse ich es einfach sein. Nein, nein, also Mats Hummels hat sich selber entschieden, nichts zu sagen. Club hat es ihm nicht verboten. Ich dachte auch erst, oh, jetzt ist er zu unbequem und der Club verbietet. Nein, 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 er verbietet es nicht. Hummels hat sich zu dem Zeitpunkt damals selber dazu entschieden, sich zurückzuziehen bei der ganzen Geschichte. Ja. Ja, und Hummels denkt sich wohl Hopfen und Malz verloren, Beletage. Ja. Ja. Das ist eigentlich auch das Problem, weil Hummels ja eigentlich einer ist, mit so einer großen Erfahrung, ne, der eigentlich für mich als Fan auch, dem man eigentlich auch zuhören sollte, was er sagt. Ja, und die Kritik, die er an die gesamte Mannschaft verteilt. Er nimmt sich ja auch damit rein, ne? So, dass man darauf hören sollte. Ja, wenn ein Adeyemi oder sowas sagt, ne? Da kann man schon eher verstehen und denkt vielleicht, ach, was labert der jetzt wieder? Aber bei einem Hummels oder einem Reus, ne? Wenn die auch die Probleme in der Mannschaft sehen und sprechen das an, ne? Auch extern, so wie es Hummels ja auch gemacht hat bei Interviews und so, ne? Das sollte man dann auch schon, finde ich, als Mannschaft komplett, da zähle ich auch den Trainerstab zu, ne, ernst nehmen. Ja, das sehe ich auch so. Aber wie gesagt, wenn da nichts draus resultiert, ne, dann irgendwann sagst du dann auch, ja, brauche ich nicht, habe ich keinen Bock. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, genau. Ja, genau. Ja, und dann macht er halt sein eigenes Ding irgendwie. Ich glaube auch, das fragt Onkel Xal gerade, vielleicht weiß das einer von euch sicher hier in der Discord-Runde, Mats ist auch nicht mehr im Mannschaftsrat, oder? Nein, ist nicht mehr. Okay. Ja. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich sogar aus eigenem Interesse auch da gesagt, ach, weißt du was, nimm mal neue da rein. Ich
bin hier raus aus dem ganzen Bums. Sagt ja auch viel. Ich kann aber auch Hummels verstehen. So, weil er redet und ändert sich ja eh nichts. Ja, ja, genau. Dasselbe, wenn man zum Chef geht und sagt, ey, ich brauche das, ja, und der bringt das nicht, was du dafür brauchst. So, und deswegen kann ich den Hummels verstehen. Ja, absolut. Ich glaube, das versteht tatsächlich jeder. Und ja, ich bin einfach gespannt, wie es jetzt dann da weitergeht, weil de facto, und lasst uns mal so ein bisschen auch hier in der Runde doch den Blick, auch wenn es ein Nachspiel ist, aber ja, jetzt kommt ja auch alles nach diesem Spiel, das auch dazu geführt hat, den Blick ein bisschen in die Zukunft richten. Wir haben jetzt unter der Woche natürlich erstmal Atletico, das klammere ich nochmal ein bisschen aus, weil eben auch ja, das internationale Geschäft ein anderes Borussia Dortmund ist als das in der Bundesliga. Mir geht es jetzt wirklich mal explizit um die Liga, wo dann auch Bayer Leverkusen kommen, die Gott sei Dank jetzt erstmal nächste Woche, ja, wobei, nee, warte mal, wir haben ja dann Gladbach, genau, stimmt. Also Bayer Leverkusen kann jetzt gegen Bremen Meister werden, nächste Woche zu Hause sogar schon durch die Bayern-Niederlage. Finde ich ganz gut, dann ist vielleicht gegen uns ein kleiner Spannungsabfall da, wenn sie es denn würden, könnt ihr mir vorstellen. Die werden ungeschlagen durchführen wollen. Die wollen Scheiße. Nimm mir doch meine letzte Hoffnung nicht, ey. Also meinst du, habt ihr auch keinen Grund gegen uns, der letzte Saison noch Vollgas zu geben, und haben sie ja trotzdem gemacht. Also daran würde ich ja, nicht die hätten eigentlich mitfeiern, die hätten mitfeiern können, die Idioten. Naja, ehrlich. Gratis Bierdusche für Mainz, aber nein, die wollten nicht. Ja, okay. Also die wollen natürlich ungeschlagen dadurch, das kann ich schon verstehen. Aber vielleicht ist ja unterbewusst dann trotzdem ein bisschen Spannungsabfall da. Ich weiß nicht, war das bei unserer ersten oder bei unserer zweiten Meisterschaft, wo wir Meister waren und dann in Bremen erste, danach. Ich. Erste, ne? Erste, und ich glaube, dann haben wir in Bremen gespielt und waren einfach noch kernbesoffen. Kann das sein? Ja, aber ich glaube, da waren mal 4 Spieltage oder was war das? Oder 3 vorher. Und dann, ja, da haben wir, glaube ich, direkt in Bremen verloren. Ne? Genau. Würde ich aber nicht drauf setzen, Leverkusen kann Geschichte schreiben in der Bundesliga. Wenn die ja, weiter ja, du hast ja recht. Ja, du hast ja recht. Aber, man weiß es nicht. Es gab ja schon öfter, dass solche Mannschaften, die dann vorzeitig Meister waren, das hast du auch bei den Bayern ab und zu mal gehabt, dass dann so ein Spannungsabfall kam. Ja, okay, möglich ist es, aber realistisch halte ich es absolut ja, nicht. Ja, aber das hat man schon öfter und natürlich kann das passieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass die sagen, so, ihr könnt uns jetzt am Arsch lecken, ja, wir spielen da nicht mit, wir ziehen unser Programm durch und schlagen jetzt noch jeden oder verlieren kein Spiel mehr. Das kann auch passieren, klar. Ja. Aber gehen wir jetzt aber mal davon aus, die haben einen kleinen Leistungsabfall, weil sie sagen, ey, wir sind Meister, hin und her, alles gut. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, alle das Hinspiel gesehen. Ne? Ich glaube, auch mit 70% hätten die uns normalerweise wegschießen müssen. Und dann macht Füllkrug fast den Flugkopfball rein und wir gewinnen da. Ja, Junge, stell dir das mal vor. Ja. Ja. So, ne? Also das ist so... Also, ja. Du musst in Leipzig die Punkte holen, da gibt es auch kein Wenn und Aber. Ne? Das und, ist, wie, das du, ist das wie, du, wie du gesagt hast, so erstmal musst du dich schon mal rächen dafür, dass sie uns die Corona-Endpandemie versaut haben, damals mit 4-0. 4-1, so, dann ist, 4-1, dann 4-1. Ist es 4-1, Entschuldigung, dann ist es Leipzig, da musst du generell schon mal so. Und da gibt es auch kein Wenn und Aber mehr. So, wir haben dies und wir haben. Nein. So, das ist Leipzig, da kannst du auch nicht von Stimmung reden oder sonst irgendwas. Schieß die einfach weg und dann ist gut. Ja, ja. Ich nehme den Chris nochmal kurz mit rein aus dem YouTube-Chat. Chris, 11, 11, 11, 6, glaube ich. Also viel zu viele Einsen, als dass ich die zusammenzählen könnte mit meinen mathematischen Kenntnissen. Schreibt aber auf jeden Fall. Verstehe nicht, warum man hier die kleineren Probleme klamüsert, aber den Elefanten im Raum, Anführungszeichen unten, Edin Terzic, Anführungszeichen oben, nicht erwähnt wird, Fragezeichen, Ausrufezeichen, können wir gerne machen. Warum wird das bisher nicht erwähnt? Folgendes habe ich jetzt gehört und keine Ahnung, ob da noch was dran ist, das ist so ein bisschen Gefühl. Und jetzt ist wieder die Frage nachher, wer wird es denn dann? Egal wie das ausgeht, also selbst wenn wir uns dann noch auf 4 retten und so weiter und so fort, kann es durchaus sein, dass er gehen muss, weil man aber intern auch einfach weiß, und da geht es jetzt gar nicht um irgendeine taktische Vorgabe, eine Spielausrichtung, eine Spielidee oder sonst was, sondern nochmal dieses Thema Kabine verloren, ne? Was ich eben zum Beispiel auch mit Niklas ja ganz am Anfang mal hatte, der auch gesagt hat, jep, einmal verloren, immer verloren, und das ist in den meisten Fällen so, ne? Wenn du eine Kabine einmal verloren hast, ist es sehr schwierig, die wieder hinter dich zu vereinen. Und das eben kann man nicht wegignorieren. Und das ist dieser große Elefant, sage ich jetzt mal, den Chris vielleicht auch angesprochen hat. Der steht im Raum. Thema Kabine verloren. Und das heißt, da muss man gucken. Jetzt vielleicht auch ein bisschen die Frage, wie macht man das Ganze hinterher? Wie lässt man das Ganze dann gut aussehen für auch einen Edin?
Aber die Chance ist für mich durchaus noch da, dass wir uns im Sommer anderweitig aufstellen. Und Svenny, du wirst es jetzt sehr gerne hören. Zumindest habe ich noch gehört, aber ne, ich kann es nicht verifizieren, aber von wirklich einer guten Quelle, von der das aber auch nur eine Einschätzung war. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ich habe irgendwas gehört, was de facto stimmt. Das war nur eine persönliche Einschätzung von demjenigen, dass das Nagelsmann-Thema doch noch nicht so durch ist beim BVB. Und man, ja, der sich das immer noch vorstellen kann und der immer noch ein Name ist, der gehandelt wird, man müsse halt jetzt dann Nägel mit Köpfen langsam machen, damit man dann den Sack zumachen kann. So, und vielleicht, und jetzt haben viele schon in den Chat eben richtigerweise geschrieben, ja, normalerweise gehe ich davon aus, man würde das mitbekommen beim BVB, aber vielleicht kriegt man das Thema jetzt auch ein bisschen zugemacht, sprich intern gehalten, und man richtet sich da aus, weil, seien wir ehrlich, wir sind jetzt, wir haben heute den, was haben wir heute, 9., ne? Ne, 7. Wir haben den 7. April. Also, sorry, man hört aktuell gar nichts. Nee. Und du musst aber doch eigentlich doch intern schon dermaßen fortgeschritten sein, alleine was Kaderplanung, Ausrichtung etc. pp. Für den Sommer betrifft. Vielleicht ist es aber intern so ruhig. Aber und, kannst du dir vorstellen, Entschuldigung, okay, mach. Nee, nee, ich wollte nur sagen, ne, also es kann durchaus sein, dass da eben auch noch was passiert, unabhängig von einem Erreichen irgendeines Platzes. Aber jetzt ist meine Frage. Oftmals sind ja Trainer so, die auch gucken, was der Verein erreicht. Ne? So. Momentan sind wir 5. Und es ist ja nicht für uns klar, dass wir am Ende 4. sind. Wenn wir das erst am letzten Spieltag werden, ja, dass wir den 4. Platz sichern. Ja, und Nagelsmann sagt, ich will aber, ich komme nur zu euch, wenn ihr Champions League spielt. Ja, ist es für uns natürlich dann auch schwer. Wir wollen den Nagelsmann vielleicht haben. Und wie du schon sagtest, er ist vielleicht auch nicht abgeneigt. Aber er lässt sich Zeit und sagt, nur unter der Bedingung Champions League. Ja, und die müssten wir, um dann so einen Nagelsmann auch sicher zu bekommen, frühzeitig sichern. Aber wäre gestern schon mal eine Chance gewesen, sage ich mal. Einen Schritt in die richtige Richtung, ne? Um das zu sichern. Gegen Leipzig ist es auf jeden Fall die allerletzte Chance, meine ich. Und wenn wir das nicht schaffen, ne, uns für die Champions League zu qualifizieren, weiß ich nicht, ob ein Nagelsmann dann sagt, ich komme. Ja, das kann das auf jeden Fall auch schwierig noch, sein. Auch immer noch so ein bisschen, dass ein Trainer nachdenkt und sagt, wenn ihr das und das Ziel erreicht, komme ich, ne? Wenn ihr das nicht erreicht, dann suche ich mir einen anderen Verein. Ja, ja, das kann eine Bedingung sein, auf jeden Fall. Und das ist für uns ja dann auch schwer. Wir sind vielleicht wirklich auf der Schiene Nagelsmann, also die Verantwortlichen. Dass sie sich darauf eingeschossen haben und sie auch schon sich sicher sind, dass sie den haben wollen. Aber er halt zögert, weil er sagt, ich will sehen, was ihr erreicht am Ende. Das ist das Problem. Also ich glaube, das Nagelsmann-Thema sollte man sich irgendwie aus dem Kopf schlagen. Also ich sehe da 0%, dass der kommt. So, entweder verlängert er beim DFB, wenn er eine vernünftige EM spielt, oder geht zu den Bayern. Echt, Marcel, ohne Scheiß. Nein, also da kann ich dir zum Beispiel sagen, auch dieses Mediale, der hat ja noch eine Familie in München und so weiter und so fort. Und das wird ja immer medial jetzt so rausgehauen, ne? So, und hier. Weißt du, wer das initiiert hat, damit die Medien das abdrucken? Ja, das wären die Bayern gewesen, oder? Ja, richtig, das waren Max Eberl persönlich. Das waren Max Eberl, der gesagt hat, Freunde, schreibt mal schön in den Medien, damit das auch jedes Mal schön instinktiv von ihm aufgenommen wird. Ajo, ich habe ja da auch noch eine Familie. Ajo, ich muss ja in dieser geografischen Region Deutschlands bleiben. Ajo, ja, der Eberl, der ist mit allen Abwassern gewaschen, das kann ich dir sagen. Ja, und laut Medien hat er ja auch schon gesagt, dass er gar nicht, oder dass das Thema Dortmund, nicht er selber, aber der Plettenberg, glaube ich, hat es gesagt, dass das Thema Dortmund vom Tisch ist. Ne? Ja, auch da wird es natürlich. Die Ruhrnachrichten haben dann einen Tag später, glaube ich, wieder gesagt, das stimmt gar nicht. Da gibt es aber ja natürlich auch Interesse, wer dann wieder sagen soll, mach mal hier das Dortmund-Thema zu, ja, ne? Also damit auch da wieder was lanciert wird und so. Herzlich willkommen in der Medienwelt. Aber Svenny, du wolltest dazu auch gerade was sagen. Und ich möchte mal eben noch CR09 danken, der einmal 10 Euro im Superchat rausgehauen hat und auch gesagt hat, also wir brauchen einfach sowas wie Hoeneß oder Nagelsmann, weil er Spieler besser einstellen und entwickeln kann. Also erstmal teile ich deine Meinung, dass wir einen Entwickler brauchen. Und danke für 5 Mitgliedschaften, die du rausgehauen hast. Das heißt, wir haben 5 neue Kanalmitglieder. Also an die neuen 5 Kuss und willkommen und danke an CR09. Und jetzt Svenny, bitte. Also erst einmal
würde ich auf jeden Fall mich so übelst freuen, falls das passiert. Aber ich bin da noch ganz vorsichtig optimistisch. Ja, das wäre ich auch. Das ist halt gerade so bei mir so ein Zwiegespalten, was passiert jetzt wirklich mit Edin? Bleibt der, geht der? Man hört dies, man hört das, du weißt gar nicht mehr, was du glaubst. Aber ich habe auch so das Gefühl, das ist aber so meine Meinung, wenn er wirklich beim DFB bleiben würde, frage ich mich, warum hat er da noch nicht unterschrieben? Ich bin nicht bei den Gesprächen dabei, ich bin auch nicht bei den Verhandlungen dabei, aber ich weiß halt jetzt nicht ganz genau, um was es jetzt noch überhaupt gehen soll, weil ja, der wollte sich ja noch vor der EM entscheiden und auch das Ding Bayern. Ich weiß nicht, ob der wirklich zum FC Bayern geht oder nicht. Also Eberl tut alles, um ihn wiederzuholen, ne? Also da sind schon Gespräche gelaufen, um zu sagen, so, yo, hier, die dich da vom Hof gejagt haben und die, ja, die alten Zöpfe, die sind ja alles schon weg und ja, komm, jetzt, hier sind doch neue Leute in der Verantwortung, mach doch und so. Also die versuchen tun sie es tatsächlich. Ja? Aber glaubst du, das würde was ändern? Kurze Frage. Weil ich kann mir nicht vorstellen, normalerweise müssten die Bayern ja dann hingehen und sagen, sie hatten diesen Plan ja eigentlich schon mit Nagelsmann beim ersten Mal, auch weil sie ihm so einen langen Vertrag gegeben haben. Ne? So, dass sie was aufbauen mit dem. Ne? Und dann musst du eigentlich als Verein hingehen und sagen, wenn wir so einen Weg gehen mit Nagelsmann und mit so einem jungen Trainer und wir geben ihm so einen langen Vertrag, dann muss man doch vielleicht auch mal sagen, okay, wir verzichten 1 oder 2 Jahre auf den Titel, damit er Ruhe hat und die Mannschaft in Ruhe aufbauen kann. So, und dann kommen wir vielleicht die nächsten 10 Jahre wieder und machen dasselbe wie jetzt. Nur das geht bei den Bayern nicht. Wenn der zurückgehen würde zu Bayern, bin ich der Meinung, ne? Der kriegt vielleicht eine Saison. Vielleicht schafft er auch eventuell noch eine zweite. Aber bei der dritten, nach der dritten ist er weg. Ja, weil Ja, rede. ich war fertig. Achso, ich wollte noch sagen, weil das geht bei den Bayern einfach nicht, dass die sagen, wir verzichten einfach auch mal. Du musst sofort Titel holen. Das würden die auch jetzt nicht machen, wenn sie den Nagelsmann wiederholen. Deswegen würde das, glaube ich, aus meiner Sicht auch wieder scheitern. Kurz oder lang. Was ich nicht verstehen kann, ist halt, warum man in Dortmund keinen Trainer aufbauen lässt. So unter Jürgen Klopp hat das auch 3 Jahre gedauert, bis der erste Titel kam. Du bist aber zu einer anderen Zeit. Das ist es, glaube ich. Sorry, dass ich dir da direkt reingrätsche, aber der Ja. Zeitpunkt ist ein anderer. Du warst halt in der Bedeutungslosigkeit, weißt du? Ja, das kann ich verstehen. Aber guck mal jetzt zum Beispiel in Gladbach, wie schnell das gehen kann mit den ganzen Trainerentlassungen. Guck mal hier bei den Blauen Ja an. klar. Ja, da bin So, ich bei dir. und warum dann zum Beispiel Lucien Favre? Sein Fußball war jetzt auch nicht gerade der beste. Der war doch, der Fußball war richtig gut. Also der Ja, Favre-Fußball, der war taktisch, fand ich, einer taktisch, der ja. schönsten, und strukturiertesten der letzten Ja. Jahre von uns, finde ich. Genau. Aber hier dann das Ende. Diese 5-1, warum man den danach entlassen hat. Warum man nicht gesagt hat, ey, dein Vertrag läuft im Sommer aus. Ja. Der macht noch bis Sommer zu Ende. So, warum man in Dortmund sagt, wir haben Angst um die Champions League Qualifikation. Warum man scheiß doch mal auf ein Jahr Champions League Qualifikation, Das spielst halt in funktioniert der aber nicht. Euroleague. Nicht, Ah ja, ein Jahr vielleicht noch Smog. Ein Jahr vielleicht noch Smog. Ja, glaube nicht. ganz ehrlich, Toxi, mit der neuen Dings jetzt hier, mit der neuen Champions League Reform. Bayer Leverkusen ist genau das, was wir 2000, wann war das? 2010, bevor wir eben, oder 2009 gewesen sind, wo Klopp zu uns gekommen sind. Da waren wir in Anführungsstrichen das, was Bayer Leverkusen momentan ist. Wir hatten nicht wirklich viel zu verlieren, wir konnten in Anführungsstrichen nur gewinnen. Momentan ist es halt einfach so, der Kader ist größer, beziehungsweise die Kaderkosten sind so viel größer, Timmy, dementsprechend hast du eine gewisse Verpflichtung, dass du Champions League spielen musst, weil sonst kannst du halt einfach nicht bezahlen. Im Endeffekt ist Borussia Dortmund nicht nur ein Fußballverein, sondern eben halt auch ein, na, jetzt komme ich auf den Namen, Wirtschaftsunternehmen, ein Wirtschaftsunternehmen. Wirtschaftsunternehmen, ganz genau, Entschuldigung, das ist genau das Wort, was ich gesucht habe. Und dementsprechend eben halt, die haben gewisse Verpflichtungen, die müssen ein gewisses Geld eben halt einnehmen, um ihre Leute bezahlen zu können und so weiter und so fort. Klar, Pandemie kam dazwischen und so weiter und so fort. Auch in Richtung Anscheinend der geht es Aktionäre uns und ja. so, ne?
Aktionäre, wir sind an der Börse und so weiter und so fort. Wobei ich jetzt irgendwann mal gehört habe, dass es uns wohl doch ein bisschen besser geht, als vielleicht der ein oder andere denkt, laut Watzke, meine ich. Hatte das nicht mal gesagt oder so vor einiger Zeit? Ja. Aber das wollte ich eigentlich nur sagen. Ich glaube, ich hatte sonst nichts. Aber man muss dazu ja auch sagen, dass von Watzke sind das ja auch immer so Lockvogel-Aussagen. Ne? Und ich kann das auch manchmal nicht mehr hören, wenn er sagt, ja, wenn ihr witzelt und wenn ihr die. Er bringt das ja auch immer zum allerfalschesten Zeitpunkt, wie man es auch nur bringen könnte. Also ich weiß nicht, ob der keinen Medienberater hat oder wenn der einen hat, was der beruflich macht, keine Ahnung. Der bringt das, das bringen die ja auch immer irgendwie zum allerunmöglichsten Zeitpunkt. Wenn ich an das Leverkusen-Ding denke, dann können die mal zeigen, wie gut die sind. Ja, die haben uns gezeigt, wie gut die sind. Wir können nur froh sein, dass die ihre 97 Chancen nicht gemacht haben. Ja, und oder die ernten das, was wir gesät haben. Genau, sondern die ernten, wir waren ja, was hat er, 89 Minuten Deutsch, also wie kannst du denn so eine Aussage bringen? Der hätte den Verein kaputt machen können, mein lieber Herr Gesangsverein, also werd nie Mitarbeiter einer Suizidhotline oder sowas. Ja. Darf ich mal ganz kurz noch was reingreifen? Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube mittlerweile, dass du dem einfach nicht gerecht werden kannst, was du dir selber da im Verein auferlegst. Also das hast du ja irgendwie jedes Jahr mehr das Gefühl, wir wollen natürlich Deutscher Meister werden und bla bla. Und jedes Mal, wenn du diese Aussagen bringst, schießt du dich einfach selbst ins Aus. So, also wenn nur 50% gemacht wird von dem, wie groß geredet wird, dann wären wir schon dreimal Deutscher Meister geworden. Aber jedes Mal läuft das irgendwie ganz, ganz weit an dem vorbei, wo es eigentlich hingehen soll. Das ist korrekt und Ragnar wollte gerade noch was reingrätschen. Ja, bezüglich Watzke. Ich habe da gerade erst auf Twitter gelesen, dass Watzke anscheinend überlegt, doch noch länger zu machen als 2025, weil das Timing ziemlich schlecht ist in der aktuellen Situation. von der Süddeutschen Zeitung wurde das gepostet. Ja, also, ja, natürlich überlegt er das, weil Macht abgeben ist ja blöd. Ich meine, ganz ehrlich, Wir holen ja Mislintat auch nicht ohne Grund zurück, ne, wenn wir das tun. Ja, mehr Stallgeruch. Ja, natürlich. Und hallo, Mislintat und Aki sind, hör mal, die sind aber du, Mensch. Die kennen sich und die mögen sich, du. Und alle mögen Edin. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mislintat und Edin, die sind auch tatsächlich gut miteinander. Was man von Mislintat und Kehli nicht behaupten kann, und kleiner Mic-Drop an der Stelle, zumindest so gehört, vielleicht wird das gerade hinter den Türen noch verhandelt, weil man hat ja Mislintat jetzt auch wieder im Stadion sitzen sehen, etc. pp. Ne? Er schwebt ja schon mal wie ein Geist wieder über den BVB. Ich war ja auch so, boah, ja, finde ich aber fachlich richtig gut und total wichtig und so. Leute, da habe ich Geschichten gehört, wo ich hinterher dachte, ja, okay, wenn man, also ich wollte das eigentlich so genau gar nicht wissen. Ich fand meine Sicht, das ist cool, dass der wiederkommt, die fand ich eigentlich total schick, weil das war so voll positiv und ich dachte, das ist super. Nachdem ich das gehört habe, war ich so, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Aber wird sich wohl nicht verhindern lassen. Nein, also Kehl und Mislintat sind jetzt auch keine Freunde, sagen wir mal so. Und ich glaube zu wissen, dass wenn Herrn Mislintat kommt, höchstwahrscheinlich ein Herr Kehl ganz weg ist. Jetzt kann man sagen, ja geil. Das Ding ist aber, dass ein Mislintat ein Kehl auch verhindern wollte über mehrere Schienen, als Mislintat gar nicht beim BVB war. Und das finden Kehli jetzt natürlich nicht so cool. Und dann wird die Arbeitsebene zusammen halt auch relativ schwierig. Also es geht da wirklich um so viel Kompetenzgerangel und interne Machtkämpfe gegeneinander statt miteinander. Ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich kann euch mittlerweile auch sagen, Sebastian Kehl hätte so viel Gutes bewirken und bewegen wollen. Ich habe mit eigenen Augen Dinge gesehen, also Ausarbeitungen gesehen, die in internen Gremien vorgestellt worden sind beim BVB, wo ich sage, jo, das wäre cool gewesen. Wo aber gesagt wurde, nö, da sind zu viele Namen und zu viele Menschen und zu viel Machtverteilung. Will ich nicht. Mach das mit ein, zwei Leuten, aber nicht mit 3, 4, 5. Also da passieren Sachen, Leute. Wow, wow, wow. Das ist echt crazy, was du da mittlerweile mitbekommst. Das ist echt krass. Macht mir ein bisschen Sorge. Und das ist doch auch schon wieder so eine Aussage, wenn er dann gesagt hat, ja, er möchte weitermachen, der Zeitpunkt ist schlecht. Behalt's einfach für dich, mach im Hintergrund weiter und lass Ruhe einkehren. Ja. Ja. Also ich bin keine Vereinsführung in einem Bundesliga-Club, aber ja, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen muss man das doch auch rallen. Ja, sollte man meinen. Aber wie gesagt, da laufen halt Sachen, wo ich auch denke, komm, das kannst du gerade so nicht gehört haben, das hast du falsch interpretiert.
Ach, was wäre das Konzept gewesen, RK22? Es ging so ein bisschen darauf oder darum, wie man Borussia Dortmund dann auch aufstellt. Also so organisationstechnisch. Sprich, du hättest zum Beispiel durchaus eine Abteilung geschaffen, sowas in Richtung Head of Development. Ja, also dass man zum Beispiel so eine Abteilung gehabt hätte, die nochmal wirklich für die Nachwuchsgeschichte da gewesen wäre. Das hätte man wirklich einfach gegründet, untergegliedert, zum Beispiel unter dem Sportdirektor. Ne? Also da gab es so eine Sache, wo man den Kopf hat, der Sportdirektor. Es ging jetzt wirklich nur um Kehl, ne? Und dieses Sportdirektor-Ding und so weiter und so fort. Wo man dann einfach 2, 3 Bäume noch gehabt hätte. Also zum Beispiel technischen Direktor, Head of Development und noch irgendwie so ein Bums. Und dann hätte man jedem davon ganz klare Verantwortlichkeiten gegeben. Man hatte sogar schon Leute, die man vorgeschlagen hat, die man holt. War einmal ein Mann von Osnabrück, das war einmal ein Mann von Bayern München, wo man gesagt hat, die sind einfach sehr fähig. Die sieht man da, die würden das auch machen wollen, alles klar. Die Namen sind gedroppt, die Verantwortlichkeiten sind gedroppt, die assistieren alle Kehl, die arbeiten dem zu. Das wäre ganz klare Aufgabenverteilung gewesen und so hätte man das Ganze ja, aufbauen und ausbauen können. Und es ging wirklich um alte Zöpfe abschneiden, sich neu aufstellen, neue Sachen machen etc. pp. Wollte man nicht. Wollte man nicht. Wollte man nicht. Wollte man nicht. Und das ist der größte Fehler, den wir momentan machen. Ja, ist noch. Ja, und wie gesagt, wenn du das auf einmal so hörst, denkst du dir, ja, was soll ich denn dazu sagen? Also das ist halt einfach fies. So. Das hat ja selbst ein Klopp damals schon gesagt, dass er gegangen ist, dass er mehrere Zöpfe abgemusst hätten. Also das also, hat wahrscheinlich schon kaum Sinn, sag ich. Jetzt frage ich halt von Manu Chao, ist halt nicht auf Akis Mist gewachsen, Punkt. Was ist jetzt genau nicht auf Akis Mist gewachsen? Auf was beziehst du dich da, was jetzt nicht auf Akis Mist gewachsen ist? So, und das ist halt wirklich was, ne, was ich mir immer gedacht habe. Achso, Kehls Planung. Kehls Planung ist nicht auf Akis Mist gewachsen. Aki hat nur Nein gesagt. also es ist doch auf seinen Mist. Natürlich ist es komplett auf seinen Mist gewachsen. Das ist ja in diesem Gremium intern vorgestellt worden. Das war ja hier, wir haben also eine PowerPoint fertig gemacht. Wir haben hier, Aki, wir haben dir mal ein paar Slides vorbereitet. So und so und so stellen wir uns das vor mit den und den Personen. Das und das ist die Struktur. Nö. Nee, machen wir nicht. Nee, nimm dir mal einen Mitarbeiter hier. Hol dir mal einen, aber das reicht dann auch. Mit einem kannst du das machen. Edson Alvarez. Ja. Den wollte ja der Kehl auch unbedingt haben. Der hatte sogar, ja. Also Edson Alvarez hat es ja selber auch gesagt, von wegen es war alles durch, bla bla. Ich habe jetzt aber nochmal gehört, also der hatte auch wirklich den BVB-Vertrag schon unterschrieben, ne? Also es war wirklich, das war durch das Ding. Und dann haben sie es nochmal abgesägt. Dann haben sie es nochmal gecancelt dafür. Und das war ja auch das, wo Mislintat irgendwie an Kehl geraten ist, weil Mislintat ja zu der Zeit sogar Ajax-Verantwortlicher war. Und das kann ich ja irgendwie sogar noch ein Stück weit verstehen, dass dann natürlich auch ein Mislintat sagt, Junge, das ist aber Kohle, mit der wir auch planen. Ich muss ja auch irgendwie weiter damit planen und so. Ja, aber gut, es liegt halt nicht an Kehl. Das muss man dann auch verstehen. Das heißt, Mislintat ist dann auch wieder pissig auf Kehl, weil der ist der Sportdirektor. Aber der Sportdirektor wollte ja. Der Sportdirektor hat ja den Spieler auch gehabt. Das war ja alles klar. Aber wenn dann Edin und Aki andere Sachen machen und der dann einfach zurückrudern muss und Mislintat als Sportdirektor bzw. Geschäftsführer von Ajax ist dann sauer auf Kehl, weil der ja seinen Job nicht macht. Kehl hat seinen Job gemacht. Der wurde halt nur untergraben. Das heißt, wenn du sauer auf Kehl bist, bist du halt auf den Falschen sauer. Das ist halt das Problem. Was halt auch mit dem Alvarez-Transfer, Nicht-Transfer, der ja auch noch eine ganz andere Baustelle geschaffen so. Wie viele Spieler denken sich denn jetzt, ich meine, der Spieler hat ja selber auch gesagt, du, ich habe mir ja gefühlt so nicht, ich bin ja schon eingezogen ins Haus in Dortmund. Ja. Und dann sagen die auf einmal, nö. Also welcher Spieler sagt sich denn jetzt noch, auf den Verein habe ich ja richtig Bock. Ja, ja die ja. Bauen auf jeden Fall auf dich, du. So, und dann auch nochmal zu gestern, also, oder nicht nur zu gestern, auch, es gab ja ein Feuerwerk und das, wie ich jetzt gelesen habe, war es ja ein illegales Feuerwerk, was ja, na, okay. Und dann steht überall in den Nachrichten, der BVB stellt einen Strafantrag. Also als Verein hätte ich gesagt, hör mal zu, ihr schreibt so eine Scheiße nicht, wir zahlen die Kohle, die dafür bezahlt werden muss. Dann haben die nämlich für uns gemacht. Das ist das Erste. So, wenn man den Verein nämlich so liebt. Das Zweite ist, da ist gestern eine Choreo gelaufen, die, also sowas hat die Welt ja noch nicht gesehen. Die wahrscheinlich auch Monate geplant wurde und dann blenden die einen Aki Watzke ein und der steht da nicht entmumifiziert. Warum hat er nicht einfach mal nur so eine kleine Geste sein Handy draus und macht ein paar Fotos? Warum? Das ist doch sein Verein, das ist doch er und nur Borussia Dortmund und er. Was ist mit dir so? Bitte mach doch. Ja, und das stimmt. Also Nadine schreibt es auch nochmal und
ich glaube, wenn diesbezüglich der Strafantrag gestellt wird, dann verstehe ich es, ne? Da ist jemand bedroht worden, ist leider nochmal was anderes. Also das habe ich auch so gelesen und auch so mitbekommen, dass da wohl irgendwelche Ordner bedroht worden sind, damit das wohl durchgezogen werden kann, wie sie es durchziehen. Das geht dann natürlich nicht. Geht der Strafantrag noch darüber hinaus, wegen des Feuerwerks etc. pp., ja, dann ist das too much. Aber ja, es weißt du kannst mit, und aber im Kern, Marcel, hast du, finde ich, recht, du kannst mit so vielen kleinen Sachen irgendwie was Gutes machen, ne? Wie du schon sagst, holst Handy raus, film das, zeigst irgendwie stolz. Und selbst wenn du das nur medienwirksam machst, weil du willst es medienwirksam haben, ne? Ja. Dann finde ich das ja sogar gut, weil du damit auch wieder eine gewisse Außendarstellung forcierst. Und das ist ja auch ein Stück weit dein Job, eine Außendarstellung auch als Geschäftsführer aufrechtzuerhalten. Wenn du so diese enge Verbindung mit dem BVB leben möchtest, dann geh vorweg. Ne? Und ja, aber wie gesagt, also das ist wirklich schwierig. Und da passieren wirklich Dinge, die dürften so nicht passieren. Und da geht es wirklich wenig um Fußball. Also ihr merkt, ne, wir haben jetzt in den letzten Minuten viel über Innerpolitisches gesprochen, wo es eben zu Disputen kommt, wo Kompetenzgerangel passiert etc. Und da haben wir nicht über einen Fehlpass gespielt oder über ein Gegentor oder über irgendwas, was sehr schade ist, weil eigentlich sollte man sich auf das Sportliche konzentrieren, aber das ist halt nicht gegeben. Und da wird es jetzt sehr spannend, weil, sagen wir ehrlich, also du hast ja zum Beispiel auch zumindest die Verkündung von Mislintat noch nicht gehabt, ne? Also es war aber so, ja, der Vertrag soll da bereit sein und so weiter und der soll doch jetzt im April anfangen und er saß auch da, aber es ist noch nicht so. Auch so ein Ding, der sitzt da im Stadion und es ist noch kein Vertrag offiziell unterschrieben. Also wie schlecht kannst du es denn timen? So, ja, lass ihn doch ins Stadion gehen, aber setz dich bitte nicht so raus, dass du gefilmt werden kannst, bitte. Ja, ja, also er saß da relativ mittig. Wenn es bei YouTube rauskommt, alles gut, aber doch nicht bei Sky. Ja, 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 wieder medienwirksam platziert halt auch schon, ne, ja, ja. Ja, also ich hoffe es wirklich sehr, man straft uns nächste Saison Lügen und es läuft wie am Schnürchen. Hey, ich hoffe es so sehr. Ich bin der Erste, der nackig um den Borsigplatz rennt, wenn er so ja, ist. Ja, ich lasse mir ein Aki-Tattoo stechen, wenn es sein muss dann. Aber es, wie gesagt, es muss doch halt irgendwie, und man muss doch auch die Lehren ziehen. Und man hätte doch schon letztes Jahr Lehren ziehen müssen, dass man sagt, weiß ich nicht. Also wie gesagt, für mich fängt das damit an zu sagen, das hätte einen Verein zerstören können nach dem Mainz-Spiel. Da war für mich schon so, wo ich gedacht habe, hast du noch alle Latten am Zaun? Ja, ich meine, er hat ja theoretisch, ne, ich mache hier gerade die wildesten Anführungszeichen in die Luft, hat ja theoretisch recht, das kann einen Verein auch zerstören. Aber wenn ich das als Mindset nach außen gebe und darauf willst du ja hinaus und da bin ich bei dir, ja, das ist eine Katastrophe. So, jetzt kann ja auch jeder Experte in Anführungszeichen sagen, dass das ein Verein hätte kaputt machen können, aber dann hättest du es doch viel besser drehen können. Hätte man doch als Vereinsboss sagen können, ja, hätte, aber wir gehen da stärker raus. Aber doch nicht selber sich da hinstellen und sagen, ja, wir waren 89 Minuten deutscher Meister, so viel haben wir nicht falsch gemacht, wir haben das gesehen, was Leverkusen jetzt erntet. Manchmal habe ich das Gefühl, er lebt auch in einer Parallelwelt, dieser Mensch. Stimmt. Ja, er vergleicht uns ja auch mit Liverpool, also ist schon ziemlich gut so. Ja, natürlich. Ja, ja. Wir haben halt beide hier bei Walk Alone, ne? Ist doch klasse. Nein, also Benjamin Horstmann, Marcel, hat gerade in den YouTube-Chat geschrieben, Richtung Mislintat, der hätte sich einfach einen Fake-Schnauzer dran knallen müssen, dann wäre er auf jeden Fall nicht aufgeflogen. Ehrlich, auf der Südtribüne oder so, keine Ahnung. Setz dich auf die gegenüberliegende Tribüne oder was weiß ich. Genau, auf der Süd interessiert dich, auf der Süd sieht dich kein Mensch. Oder bleib halt zumindest wirklich, ja, wobei, das ist ja trotzdem müßig, weil. Muss ja nicht zu Hause bleiben. Ja, Su hat auch recht, wahrscheinlich sucht, gerade weil diese Personalie ja auch so wabert, sucht bestimmt auch so ein Medium wie Sky aktiv, ja, und oh, jetzt haben wir gefunden. Ja, aber das muss einem Verein doch klar sein. Ich war aber gerade dabei zu sagen, ja, dann bleib halt zumindest vielleicht hinter der Plexiglasscheibe oder was, ne? Aber das kannst du ja eigentlich auch nicht verlangen, weil eigentlich, wenn das Spiel läuft, dann geh halt auf der Tribüne. Und mein Gott, der kann ja sogar wirklich privat da sein, aber ja, es ist schon wieder alles sehr. Oh, hätte nur noch gefehlt, dass er ein T-Shirt drauf hat, wo drin steht, ich bin wieder da, Kehl ist weg. Ich bin's wirklich, ja, gezeichnet ja. Sven. Ich bin ganz gespannt, wie gesagt, wie das jetzt weitergeht. Aber da passiert halt auch hinter den Kulissen so viel, was jetzt nicht das Beste ist für den Verein, sondern das Beste ist für den Einzelnen. Und es kann natürlich auch immer noch sein, vielleicht arbeitet man auch daran und deswegen ist noch nichts fix, dass Aki dieses Paket versucht zu schnüren. Komm, Sven, komm, Kehl, macht's doch zusammen. Aber was ich eben nicht von der Hand weisen kann, und jetzt werden dann auch wieder Bilder klarer,
Auch das ist was, was ich gehört habe von jemandem, wo ich sage, jo, alles klar, weiß ich einzuordnen und kann ich dann auch so weitergeben und kommuniziere ich dann auch. Wie gesagt, also Miss Lindhardt wollte einen Kill verhindern zu einer Zeit, wo Miss Lindhardt bei uns gar nicht in Amt und Würden war, wo er Geschäftsführer woanders war, wo man eigentlich sagen kann, hey, ich bin ja Geschäftsführer woanders, bei mir läuft super und so. Nee, ganz im Gegenteil, es ist so gewesen, dass eine Miss Lindhardt wohl erstmal über Michael Zorc gegangen ist und nach dem Motto, ja, hier ist so ein Neuling, so ein Novize, was willst du denn mit dem? Und nee, lass das doch mal sein, das bringt's doch gar nicht, dies, das, Ananas, nee. Achso, und im Übrigen, also ich habe ja noch die Verbundenheit hier mit dem Verein und ich komme auch ein Step kleiner wieder zurück, wenn er mich wollt, das ist ja kein Problem und so. Zorc wohl relativ neutral dran gegangen an das Ganze. Ja, dann, nee, machen wir so. Und dann hat es Herr Miss Lindhardt versucht, über einen technischen Direktor, der hieß nochmal wie, Edin Terzic, richtig. hat er versucht, über einen Edin Terzic Kelly zu verhindern. Naja, sorgt vielleicht dann auch dafür, dass so ein Verhältnis Terzic-Kelly jetzt nicht das Beste ist. Hoppala. Und da haben die noch nicht einen Tag zusammengearbeitet. Und wenn dem Kehl das natürlich dann brühwarm erzählt wird, du hör mal, der Svenny, der hat versucht, über den Terzici hier dich zu verhindern, nie, ja, dann finde ich das gar nicht mal so klasse. So, und schon bist du bei Kompetenzgerangeldingern, wo ich mir denke, geil, da haben wir noch nicht eine Minute Fußball gespielt und ich habe richtig Bock. Richtig Bock. Ja, Hammer. Ja, dann musst du es halt einfach lassen mit Miss Internet. Also, sorry. Ja, aber das wirst du nicht lassen. schlimmer als ein RTL-Drehbuch, ja. Ich finde, Miss Internet sollte man nicht lassen. Also, mal ernsthaft, man kann dem ja keine Kompetenz absprechen. Naja, so, aber auch also, da, er kommt jetzt zurück und er macht halt wieder genau das, was er in seiner ersten Amtszeit bei uns gemacht hat, ne? Er macht genau die Dinge, wie er sie in der ersten Amtszeit gemacht hat. Da wird nichts anders passieren. Nichts. Null. Nein, aber mit diesen ja, natürlich, genau. Und da musst du dir halt klar sein als Verein. Ja. So, also, ne? Es ist ganz spannend. Ne, ich war ja wirklich so, boah, ja, das Diamantenauge Beck. Und dann habe ich das alles so gehört und dachte so, das Diamantenauge Beck. Ja, aber das willst du doch. Also er soll doch Diamanten holen, damit man sie wieder verkaufen kann. Apropos Diamanten holen. Also ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass es diese Geschichten gab, dass er sich bereichert hat und nicht nur einmal. Ne? Es gibt jetzt nicht nur diesen einen Ajax-Call. Ne? Also da gibt es andere Geschichten. Auch beim BVB unter der Tuchel-Zeit, ne? Man erinnert sich, Tuchel wollte ihn nicht mehr am Trainingsgelände haben und so weiter und so fort. Das war schon dasselbe Thema auch bei uns, ne? Wir versuchen Spieler dann mal zu holen in Richtung Dortmund, damit dann meine Agentur da irgendwie und bla und dann mache ich hier wieder mit und so. Das war schon in der ersten BVB-Amtszeit so und das war bei Ajax so und ich glaube auch die Untersuchungen bei anderen Vereinen teilweise laufen noch in die Richtung. Gut, andere bereichern sich auch. Interessanterweise ist nämlich auch dieses Thema, und das wusste ich nämlich auch gar nicht so, von wegen, was da so hinter den Kulissen alles passiert. Nuri Sahin hat einen gleichen Berater wie Emre Can, Reza Fazeli aus Düsseldorf, Grüße gehen raus. Der war ja sportlicher Verantwortlicher bei Antalyaspor, ist dann ja über Nacht Trainer da geworden, ne? Nachdem er da einfach in die Position gesetzt wurde. Hat aber die andere Position, so wie ich das gehört habe, auch noch bekleidet. Und der Reza Fazeli, der hat Klienten von sich, ne, die er erstmal nicht an den Mann gekriegt hat, über Nuri erstmal bei Antalyaspor geparkt. Mensch, Zufälle gibt's aber auch. Ach, Wahnsinn. Also das ist ein Dorf. Das müssen doch einfach Zufälle sein. Das ist doch einfach. Nein, die Fußballwelt ist ein kleines Dorf. Gott sei Dank, du. Also, wenn du so Sachen echt mitbekommst, ne, dann denkst du dir, wow. Also, und das ist so, es ist Fußball, wer bereichert sich da nicht? Das ist sicherlich richtig. Es gibt Verträge, wo man sich Klauseln reinschreiben lässt, dass man bei Transfererlösen einfach selber mitverdient und so. Natürlich, es bereichert sich am Ende jeder. Und dann gibt es rechtlich zweifelhafte Sachen auf moralischer Ebene, die aber rechtlich sind und rechtens sind. Und dann gibt es Bereicherungen, die einfach auch nicht rechtens sind. Ja, und die sind einfach, wie der Name es schon sagt, nicht rechtens und passieren aber trotzdem. Und wenn die dann auch noch öffentlich werden und man holt den Mann dann zurück in dieser Funktion oder sogar einer größeren als vorher, ich weiß ja nicht. Es wird geschossen und zwar scharf in 3, 2, 1, piu. Also ich finde das sehr schockierend. Also ich bin jetzt ein bisschen schockiert. Also die spielen gar nicht aus Liebe zum Sport? Okay. Nee. Also das habe ich auch erst letzte Woche erfahren. Ne?
dass das so ist. Ja, ja. Ich war, bin auch ein bisschen hinten rübergefallen. Nein, also ich glaube wirklich, angefangen hat das bei mir ernsthaft mal kurz den Spaß beiseite geschoben. So, ich war ja auch so ein ganz naiver Fan. Ne? Also 2012, der kleine Daniel möchte bitte an Kasse 2 abgeholt werden. Nee, ich war wirklich einfach so ein naiver, romantischer Fußballfan. Und aufgehört hat das echt in der Zeit, wo ich Ilkay Gündoğan und seinen Cousin kennengelernt habe, über eben den Kumpel, der DJ in Dortmund war. So, und wir, das habe ich halt schon mehrfach erzählt, aber das war genau mein Moment, das werde ich nie vergessen. Wo dann hinterher im Gespräch der Cousin von Ilkay erzählt hat, einfach nur so, yo, du musst dir jetzt gar keine Zahlen nennen, weil die sind de facto dann einfach irrelevant. Ne? Es geht um die Geschichte als solche, ich kann dir nur sagen, ich habe den Vertrag von Mario Götze gesehen, den der FC Bayern München da hingelegt hat, und ich kann dir nochmal sagen, hätte diesen Vertrag der FC Bayern München nicht dem Mario Götze hingelegt, sondern dem Ilkay Gündoğan oder sonst wem aus eurem tollen Kader, und wir haben uns ja alle lieb, jeder andere wäre auch gegangen. Punkt. Und ich war so, ja, danke fürs Herz rausreißen, drauftrampeln und sonst irgendwas machen, aber faktisch wahrscheinlich wäre es so gewesen. Weil it's a business. So, und da war der Moment 2012, 13, rund um den Moment, wo ich gemerkt habe, jo, Digga, eigentlich willst du das gar nicht wissen, was da im Hintergrund alles so geht, ne? Ja. Aber so ist es und damit müssen wir leben. Und jetzt müssen wir irgendwie zum Abschluss nochmal wirklich diesen Blick hingucken. Also wir haben ja schon Quintessenz gehabt, hier Platz 4 irgendwie Champions League erreichen mit der Reform, bla bla. Also wie schätzt ihr denn jetzt hier nochmal diese Wahrscheinlichkeit ein? Weil einfacher wird es jetzt nicht dadurch, ne, seit gestern. Bei aller Negativität sage ich trotzdem, dass wir Vierter werden. Schaffen wir? Ja, doch. Also so, ich natürlich sage, reden wir negativ und alles. Nein, ach du, ich finde uns heute gar nicht so negativ. Ich finde uns eigentlich ein bisschen sarkastisch und ein bisschen zynisch. Es geht ja auch weniger um die Spieler selber, sondern es geht ja eher um das Drumherum, was glaube ich auch einfach, wir kennen das doch selber, wenn in unserem Umfeld irgendwie Unruhe herrscht oder so, dann begleitet dich das auch einfach. Und das ist auch egal, ob du 100 Millionen oder 1.000 Euro im Monat verdienst. Das kannst du als Mensch halt einfach auch nicht abschalten. Und ich glaube, dass es den Spielern doch im Endeffekt auch auf den Sack geht. Ja, klar. Ja. 100 pro. Ja, klar. Aber dennoch also du glaubst, Marcel, definitiv. Werden wir. Ja, definitiv. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, entscheidend wird das direkt gegen Leipzig, weil die performen auch nicht viel besser, wie schon gesagt, als wir. Ja, und das Spiel, glaube ich, wird dann entscheidend sein. Ja? Ich finde es aber auch nochmal viel wichtiger zu sagen, dass es egal ist, ob wir Vierter werden, um Niklas zu zitieren, weil wir ja die Champions League gewinnen. Ja, ja, okay. Ja. Ja. Melden wir auch. Ich glaube, wir schaffen es am Ende. Jetzt stellt euch das wirklich mal vor, du holst damit die Champions League, Alter. Also wirklich einfach mal kurz tun, einfach mal einmal kurz Augen zu und einfach vorstellen. Ja. Das Geld, was du verdienst mit den Spielerverkäufen. Halleluja. Und sich dann freuen, dass Edi die nächsten 5 Jahre fest hier bleibt. Oh, Gott, das nein, aber guck mal, also wirklich Smog, selbst dann, und das ist ja der Call, den ich gehört habe, also selbst wenn wirklich so ein Case eintreten sollte, gibt es eben diese Überlegung, weil du holst damit die Kabine trotzdem ja nicht hinter dich wieder. Nee. Also, ne, und also wirklich diesen selbst für irgendwelche Erfolgsfälle, wo man sagt, oh scheiße, jetzt verlängert sich deswegen wahrscheinlich ja sowieso automatisch der Vertrag auf Lebenszeit oder so. Natürlich ist das immer noch ein Szenario, aber ich habe echt gehört, na, würde ich mich trotz Erfolg nicht drauf verlassen, weil die im Hinterkopf wissen, die Kabine sieht das ein bisschen anders. Also das ist immer noch meine Hoffnung, also Hoffnung in Anführungszeichen, dass da wirklich gehandelt wird im Sinne der Kabine dann. Ich ja, glaube nicht nur in wir, den. Ja, richtig. Und auch Edin hat es ja selber, hast du ja eben schon angeführt, Toxi, dass er selber gesagt hat: Wir wollen mal wieder so spielen, wie wir in der Champions League gespielt haben. Ja? Damit sagt er ja selber auch, dass wir zwei verschiedene Gesichter haben. Ja? Und für mich ist das: Sollten wir die Champions League gewinnen, liegt das aus meiner Sicht nicht unbedingt an Edin, sondern an eher, weil die Mannschaft das will. Ja, so, deswegen ja. Sehe ich das genauso wie du, dass das für mich keine Rolle spielen würde, dass man sagt, boah, jetzt haben wir die Champions League gewonnen, Edin ist ja doch so ein toller Trainer, wir behalten den jetzt. Sehe ich auch nicht. Ja. Also, dass das davon abhängig ist, ja, ob wir die Champions League gewinnen oder nicht. Ja, das stimmt. Smog, du wolltest gerade eben auch nochmal angesetzt haben.
Ja, nein, es geht mir halt einfach nur darum, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass sie, ich meine, ich weiß nicht wirklich, was da drinne vorgeht, was da jetzt ja schon so ein bisschen wie wo, ja, aber was da wie womit verhandelt wird und, aber im Endeffekt oder so, wenn man es wirklich ganz nüchtern betrachtet, ist das, was Dortmund in dieser Saison spielt, nicht gut. Die haben im Champions League-Spiel in den ersten 30 Minuten hier gegen die Holländer, wer war das? Eindhoven, haben die wirklich guten Fußball gespielt. Das war das einzige Mal, wo ich in der Saison gesagt habe, das fand ich gut. Selbst gegen die Bayern fand ich, war es okay, aber die haben dann nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Und das ist halt genau das, was mich so ein bisschen stört, dass ich hoffe, dass wir das wirklich mal wieder hinkriegen, dass wir wirklich mal wieder vernünftigen, ansehnlichen Fußball, wo mir die Haare hochgehen, wo ich sage, wow, geil, das finde ich super. Das ist das, was ich sehen möchte. Und das ist, wo ich finde, dass Edin halt, was die Mannschaft eben halt angeht, dass da nicht wirklich ein vernünftiges Konzept halt hintersteht, weil wir stagnieren seit sehr, sehr langer Zeit und entwickeln uns nicht weiter. Und so blind kann man eigentlich in Dortmund doch nicht sein, dass man sagt, okay, ja, wir werden besser oder das ist ja gut gewesen oder keine Ahnung. Ey, wenn ich gegen Stuttgart, gegen einen Fastabsteiger zweimal einen auf die Fresse kriege, Entschuldigung, und dann ich im Spiel gut. Zu Hause bei 50 Jahre Stadion auch nochmal verliere und dann sagt oder ja gut, aber wir haben ja vielleicht mehr Chancen gehabt oder wir haben mehr Ball. Ey, sorry, aber ganz ehrlich, das funktioniert nicht. Keine Ahnung, ich habe nur Oberliga gespielt, aber wir hätten den Arsch aufgerissen bekommen, Entschuldigung für die Ausdruck oder für die Wortwahl, wenn wir nicht, wie ich eben mal schon sagte, mit Schaum vorm Mund oder so, uns hätten sie festketten müssen oder so brastig wären wir gewesen. Wir waren vielleicht, sind in einigen Sachen vielleicht auch limitiert gewesen, wo wir sagen, okay, wir spielen natürlich nicht wie Borussia Dortmund, aber der Einsatz, der Wille und das hätte da sein müssen, das ist... Ich fühle immer manchmal so mit dem Mittoxi, wenn du so richtig ausrastest. Ja, ich kann sagen, guck mal, ich gucke in den Spiegel. Wahnsinn. Ja, ich kann es dann auch nicht anders, weil, also du hättest mich gestern zum Beispiel mal wieder, also ohne Witz, du hättest mich gestern in Block 13 sehen müssen, im Stadion, Fuchsteufelsbild hinterher, wo ich dann, also wenn dann auch wieder hintenrum nochmal mitgenommen wurde, in der einen Phase, wo du wirklich auf einmal wieder einen ruhigen Stiefel da spielst, wo ich mir denke, nach vorne. Ich bin wirklich dermaßen ausgerastet. Also es hat nicht viel gefehlt und ich hätte, keine Ahnung, 2-3 Sprünge gemacht, da die Stufen runter und wäre um Platz gewesen. Also das ist, ja, ich verstehe das auch nicht, aber das ist zum Beispiel auch was, ne, das ist zum Beispiel auch dieses Stimmungsthema und das ist ein generelles Thema. Du kannst natürlich von außen Einwirkung auf jemanden nehmen, aber du kannst ja jemanden nicht überzeugen, wenn du ihn nicht überzeugt bekommst. Also, keine Ahnung, wenn ihr mir jetzt sagt, keine Ahnung, unser Trikot ist ja gar nicht gelb-schwarz, sondern das ist grün. So, und ihr redet da mit den geilsten Emotionen und weiß ich nicht, mit dem größten Bestreben auf mich ein und mit einer Leidenschaft und einer Passion. Und ich bin aber der Überzeugung, nee, das ist gelb-schwarz, dann könnt ihr einen Aufstand machen, wie ihr wollt, dann bringt das nichts. So, also. Oder ihr habt so geile Argumente und dann gibt das vielleicht so einen Anstoß und ich denke nochmal selber drüber nach und stellt vielleicht fest, ey yo, eigentlich ist es ja wirklich ein Grünton, weil, und dann habt ihr mich überzeugt, dann ist das natürlich ein Anstoß und eine Hilfe von außen, aber das kommt letztlich nachhaltig immer von dir selber. Das heißt, auch ein Jürgen Klopp oder sonst wer, der kann dich anzünden, der kann dich antreiben, es muss aber auch dein eigener Anspruch sein. Ja, also ja. Ich habe gehört, irgendwie ein Jürgen Klopp, wer war das denn? Mit irgendwem habe ich mich jetzt unterhalten, der dann auch nochmal gesagt hat, du bist der langsamste Spieler der Welt und Jürgen Klopp sagt dir aber, du bist der Schnellste, dann glaubt der Langsamste der Welt, er ist der Schnellste. Und das ist natürlich eine Gabe, die mitzugeben ist Gold wert, weil du dann an dich selber glaubst, also der gibt dir einfach Vertrauen und steigert dadurch irgendwie durch dieses externe Mitgeben dein Selbstvertrauen in dich. Aber das ist es doch wieder. Du vertraust dir dann letztlich durch ihn selber. Und das ist dieses Coaching von außen. Mehr braucht es nicht. Die eigentliche Motivation, der eigentliche Antrieb muss von dir innen kommen. Und wenn der einfach nicht da ist, und da bin ich bei Smog, wie er gerade eben sagt, 50 Jahre. Junge,
Erstmal die Choreo am Anfang, dann zweite Halbzeit brennt die ganze Südtribüne lichterloh. Herzlich willkommen im Westfalenstadion Dortmund, steht da in riesengroß. Ja, Junge, ich hätte mich fast eingenässt, so geil fand ich das. Ja, und dann kriegen wir erstmal ein und laufen wieder ein bisschen vogelwild darum und ich denke mir so, nee. Und dann nehmen wir erstmal nochmal ein bisschen Kobel mit und der knallt das Ding wieder auf die Tribüne und ich denke mir so, ey Bruder, nein, ey. Ja, aber das muss dann schon von dir selber kommen. Ja, das ist, Edin ist nicht gut darin, das mitzugeben von außen, aber das schafft er auch nicht, weil die Jungs aber von sich heraus auch in weiten Teilen keinen Bock haben. Das ist so. Ja, aber die haben den verloren. Also man merkt, dass der Trainer nicht gefestigt in der Mannschaft darin ist und dann kann das auftreten. Ja. Wie gesagt, die Motivation ist nicht da. Nee. Ja, vor allem ist es ja auch so, man hat eigentlich das Gefühl gehabt, ich denke mal, das war ja bei dir auch Toxi, bei der PK am Freitag und sowas, wir haben uns alle über Edin gewundert, ne? Ja. Positiv gewundert, ne? Was der da für eine PK gegeben hat. Nicht wie die PKs vorher, ganz anders, ne? Wir haben gedacht, oh, was ist jetzt passiert? Ne? Dann diese ganze Euphorie, die auch Edin hatte nach dem Bayern-Spiel. War das in der PK, wo er das gesagt hat, Stuttgart wird ein ganz anderes Dortmund erleben als den Hinspielen? Ja. Ne? Das war dann, ja. Ich fand, das hat man überhaupt nicht gemerkt. Nee. Nein, hat man auch nicht. Hat man absolut nicht gemerkt. Ich habe jetzt echt gedacht, okay, jetzt sagt Edin, Stuttgart wird ein ganz anderes Dortmund erleben. Ne? Und die brennen da echt auch auf der Trainerbank, das kommt ja auch immer rüber. Ne? Wie du dich als Trainer gibst. Ganz anderes, die brennen dann Feuerwerk ab. Der Umstand mit dem Stadion, ne? Die Euphorie nach dem Bayern-Spiel. So, da habe ich echt gedacht, das kommt alles so zusammen. Die Mannschaft brennt da wirklich, ne? Und auch Edin brennt richtig. Ne? Ja, aber das war eher ein Feuerchen, ne? Ja, und du hast da. Ja, aber sie haben es ja unter der Woche, also zwischen dem Bayern und dem Stuttgart-Spiel, auch so rübergebracht. Jetzt, ne, geht's richtig los. Ja, ja. Ne? Also ich muss da. Ja. Das kam überhaupt nicht. Nee. Keinem. Nee, ich muss da Benjamin Horstmann auch gerade nochmal mit reinnehmen aus dem YouTube-Chat, der auch gesagt hat, also gegen Mainz der Kinderchor und auch gestern die Choreo, beziehungsweise dass du auch beim Einlaufen einfach ein Orchester da stehen hattest. Ich meine, hallo, da steht ein verkacktes Orchester und spielt unsere Einlaufmusik und boah, Junge, da muss ich ja schon, also da brauche ich eigentlich, für den Spieltag brauche ich keinen Edin Terzic, für den Spieltag brauche ich auch keinen Jürgen Klopp, für den Spieltag brauche ich auch keinen Pep Guardiola. Für den Spieltag kann ich da ein Hütchen hinstellen normalerweise. Und ich bin angezündet bis nach Mexiko. Aber da schreibt nämlich gerade Max2401 auch Richtung Benjamin Horstmann. Genauso ist es leider. Das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Weil ne, Benjamin sagt eben auch, also sowohl Kinderchor Mainz als auch Choreo jetzt gestern und so zeigt einfach auch, dass das die Spieler in weiten Teilen einfach überhaupt gar nicht juckt. Überhaupt gar nicht. Nee, die Verbundenheit ist einfach nicht da. Ne, genau. Zum Verein. Genau. Ja, aber so. Da ist so wieder dieses Problem eben halt, vorher wurde gesagt, wir möchten nur noch Spieler holen, die sich eben halt mit diesem Verein verbunden fühlen. Und das war ja auch dieses, wo ich sagte, zum Beispiel, ein Sabitzer spielt vielleicht auch hat ein paar gute Spiele in letzter Zeit gemacht, aber ein Sabitzer verbunden mit Borussia Dortmund, also da würde ich eine Menge drauf wetten, dass das halt nicht so ist. Und genau das ist eben halt wieder Kaderplanung etc. pp. Aber der hat eher mit was anderem ein Problem. Also du kannst dir jetzt ausmalen, womit der ein Problem hat. Ich sag mal, sein österreichischer Nationaltrainer ist es nicht, der Ralf Rangnick. Ich glaube, du weißt, was ich meine, womit der ein Problem haben könnte. Hä? Aber glaubt ihr, dass nicht eine Verbundenheit auch schon mit einem Trainer zu tun hat? Ich meine, als Klopp kam, ne, in der Zeit, das lief ja auch nicht von Anfang an super. Und nee. Trotzdem sind die Spieler geblieben, ne? So, weil sie gemerkt haben, das ist ein Trainer. Ja, so eine Verbundenheit kommt auf jeden Fall mit dem Trainer zusammen, klar. So, und wenn die Spieler, wie auch viele hier schon gesagt haben, wenn der Trainer die Kabine schon einen Teil verloren hat, dann natürlich sagen dann die Spieler auch, was will der mir jetzt erzählen? Auch wenn es blöd klingt, aber wenn ein Trainer Feuer hat, so wie jetzt der Alonso oder auch der Hoeneß, ne, dann gehen die Spieler da auch mit. Ja, ja, ja klar. Und das ist auch ein Teil. Aber guck dir doch zum Beispiel alleine mal an, wie so ein Xabi Alonso sich komplett Zeit nimmt
und dann nach dem Abpfiff da wirklich zu den Fans geht und die komplette untere Reihe jeden Einzelnen abklatscht und sich nahbar zeigt und sehr respektvoll ist und sehr umgänglich ist. Also ich weiß zum Beispiel hier vom Sky Reporter, der auch jetzt ab und zu in Abwesenheit von Jesko in Dortmund ist, dass der dann auch gesagt hat, also was, wie ich Xabi Alonso bei Leverkusen-PKs erlebt habe oder bei Exklusivinterviews jetzt hier für Sky oder so, ne? Ein so nahbarer, umgänglicher, sympathischer, bodenständiger Mensch. Na klar, also Dirk, du hast komplett recht, sowas durch Vorleben färbt auch ab und erzeugt dann auch Identifikation oder eben auch nicht. Und da nochmal genau in die Richtung, Smog, ne? Oder eben auch nicht, wenn du da ein arges Problem mit hast. Also ich sag jetzt mal, ne, du hast zum Beispiel als ein Sabitzer mit einem Rangnick einen absoluten Fußballfachmann als Nationaltrainer. Und ich meine, guckt euch die Spiele von Sabitzer bei den Ösis an, die sind relativ top gut bis sehr gut. Ja. Die deutschen Nationalspieler, sofern sie denn nominiert worden sind, haben einen Nationaltrainer mit Julian Nagelsmann, der fachlich absolut top ist. Und dann kommen sie danach wieder zurück. Und dann kann man sich ja jetzt mal überlegen, was sie sich dann wieder so denken. Und denken, ei. Ja? Und damit holst du eigentlich ab. Und das ist dann wieder die Brücke in Richtung Dirk eben gewesen. Ne? Also, ja, Identifikation, damit holst du keine Identifikation ab. Logisch nicht. Logisch nicht. Auf keinen Fall. Ja. Ich habe den Sabitzer aber auch noch nie lachen sehen, ne? Gibt ja auch nichts zu lachen. Nee, wenn, auch wenn er ein Tor macht. Nie richtig so gefreut. Das stimmt, aber achte doch mal darauf, auch die letzten Tore, guter Punkt, Timmy. Ich finde auch so die letzten Tore, wie man da gejubelt hat, ne? So, ist ein guter Call. Ja, so ein Adeyemi, der dann, gegen wen war das denn, wo der einfach nur noch einschieben musste jetzt? Wo er den Ball quergelegt kriegt, war das auch Frankfurt, nein, ne? Nee, Frankfurt, glaube ich, oder? Frankfurt, ja. Ja, gut, genau. Klar, er muss auch nur noch einschieben, ne? Und er weiß halt auch, danke dafür und so. Aber ja, so richtig, kein Jubel, nur mal ein bisschen, auch die Füllkrug-Tore einfach manchmal so, ja, und so, mache ich auch viel dran fest. Gebe ich dir recht, Timmy, ja. Ist ein guter Punkt. Ja. Ist einfach so. Ja. Also, es bleibt einfach weiter spannend. Ich glaube, das ist die Quintessenz. Und jetzt ist die Niederlage erstmal auch ergebnistechnisch sehr bitter. Und ich glaube, unterm Strich können wir festhalten, dass es besser war als vieles sonst in der Bundesliga-Saison. Wie gesagt, extra Betonung liegt auf Bundesliga-Saison. Das andere klammern wir aus. Und dennoch haben wir jetzt erstmal Atletico vor der Brust. Und ich glaube, da ist die Tendenz eine andere. Wir spielen, glaube ich, am Mittwoch, ne? Ja. Dienstag ja. Arsenal, Bayern und wir Mittwoch. Das heißt, ich würde aber sagen, dass wir vielleicht irgendwie Dienstagabend auch so ein Vorspiel machen. Das sollte eigentlich machbar sein, dass wir uns da dann auch mal sehen und uns quasi einstimmen auf die Champions League. Und Mittwoch ist dann natürlich auch der Stream unseres Spiels, weil wir ja eben erstmal in Madrid spielen. Das heißt, wir sehen und hören uns auf jeden Fall Dienstag und Mittwoch. Und dann sehen wir uns und hören wir uns Donnerstag, weil dann ist schon wieder Vorspiel vor Borussia Mönchengladbach. Und dann sehen wir uns auch schon wieder im Stream gegen Gladbach, weil das ist auswärts und das streamen wir auch. Also es wird auf jeden Fall eine volle Woche. Wir werden die nächsten Tage noch mehr miteinander zu tun haben, das freut mich sehr. Und dann schauen wir, wo wir stehen, weil dann sind wir noch den einen Schritt schon mal weiter und können wieder Schlüsse ziehen. Und davon die richtigen. Eine ganz kurze Frage, oder bitte, hätte ich noch. Ja. Ist es erlaubt bei dir... zu fluchen, ja, Dings? Unbedingt. Nein, zu fluchen nicht, das mache ich dann, glaub mal. ein Bild reinzuposten bei dir ins Forum oder irgendwie das Chatting oder so. Ja, klar. Ich habe nämlich mein Kater, der ist heute 10 Jahre alt geworden. Und ach so, der Kater. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch einen Kater, aber ist ein anderer. Nein, ein richtiger Kater. Der ist heute zehn Jahre alt geworden. Ja. Und ich habe ein sehr, sehr schönes Fußballbild von dem und das würde ich gerne mal reinsetzen. Ja klar, und setz rein. Ich halt einfach nur, wo darf ich das denn rein? Unter das Chatting oder woran? Also, hör mal, wir haben noch hier irgendwas an Mods mit drin. Unter Memes oder Just Chatting kannst du das machen. Ja, siehst du. Dann mache ich das mal unter das Chatting kurz rein. Also Leute, für die, die jetzt neugierig geworden sind von über 700 Leuten hier, ne, wie die 10-jährige Katze aussieht, ihr müsst in den Discord kommen. Ne? Da haut der Smog das raus, das Bild. Katzenbilder, beste Bilder. So sehe ich das nämlich auch. Glücks-Champions-League-Katze ab jetzt. Der kleine Mann, der
ist von Geburt an leider, kann der nicht laufen, aber ich liebe den abgöttisch, den kleinen Mann. Der ist auch wirklich etwas kleiner als normale Kater und der begleitet mich bei jedem einzelnen Spiel, wenn ich hier auf dem Sofa sitze und gucke. Ach, herrlich. Der ist, das ist halt, das ist mein Biber. Der ist halt heute 10 Jahre alt geworden. Ja, dann Happy Birthday. Mein Gott, wie süß. Die schönsten Glückwünsche und ja, hau auf jeden Fall raus. Ich gucke mir das gleich selber erstmal an. Okay, danke dir vielmals. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also meine Lieben, mir hat es großen Spaß gemacht. Haben wir eine schöne Runde gehabt. War super und ich würde sagen, wir führen das einfach fort und zwar am Dienstag vor Atletico. Jawohl. So ist jawohl. In dem Sinne, ihr Lieben, ich danke euch, macht euch noch einen schönen Restsonntag und genießt es und startet morgen gut in die neue Woche. Auto. Alles klar, ihr Lieben. Kommt rein. Ciao. Bis Dienstag. Ciao. Jawohl, liebe Leute. Machen wir also im Vollbild das Ding nochmal rund. Und nachdem ich mich jetzt beim Discord bedankt habe, möchte ich mich natürlich auch bei euch allen noch bedanken. Auch für die ganzen Daumen nach oben mittlerweile, die hier reingetrudelt sind. 413 haben wir mittlerweile. Vielleicht schaffen wir ja auch doch nochmal die 500 Daumen noch zum Streamende. Das wäre natürlich ganz, ganz geil. Aber vielen Dank an jeden, der einen da gelassen hat. Aber auch vielen Dank an die Mods im Discord. Vielen Dank an die Discord-Runde. Vielen Dank an die Twitch-Chatter, an die YouTube-Chatter, die mit am Start waren. Vielen Dank für den Super-Chat. Vielen Dank für neue Abos, für neue Prime-Subs und so weiter und so fort. Für jegliche Art der Unterstützung. Das ist wirklich nicht selbstverständlich und ich weiß das jedes Mal zu schätzen. Hat mir großen Spaß gemacht. Wir hatten wieder einen bunten Blumenstrauß an Themen. Es ging ums Spiel, es ging um den kleinen Blick in die Zukunft, es ging um ein bisschen BVB drumherum, Internas und so weiter. Mir hat es großen, großen, großen Spaß gemacht und in dem Sinne, wie gesagt, auch euch allen da draußen. Habt einen schönen Rest Sonntagabend und startet gut in die neue Woche. Wir sehen und hören uns Dienstag vor Atletico. Nur der BVB, aber nur der BVB, Männer und Frauen. Macht es gut. Ciao. Herz, seitdem ich denken kann, war sofort fasziniert von Stadion und Fangesang, die Südtribüne.